Hallo Freunde, es ist wieder Samstagabend und Weihnachten ist fast vorbei. Ja, und jetzt wollen wir doch mal schauen, was wir heute so alles treiben. Ich muss aber noch einmal ganz kurz hier kontrollieren, ob alles in Ordnung ist. Ciao, danke. So, ganz kleinen Moment noch. Ja, ihr wisst ja, das Programm, das matscht hier immer wieder rum. Und jetzt muss ich noch mal gucken. Ich bin nämlich heute wieder alleine. Aha, die Texte sind wieder weg. Jetzt sind sie wieder da. Englisch wollen wir nicht, wir wollen Deutsch. Deutsch, da ist Deutsch. So, einbetten zulassen, das ist richtig, das passt, das passt, das passt. So Leute, es ist alles wieder so, wie es sein muss. So, und jetzt können wir loslegen. Hey, erste Mitglied wieder heute Abend. Dankeschön, Malte. Freut mich sehr, dass du da bist, dass du Mitglied geworden bist. Und ja, was soll ich dazu sagen? Vielen, vielen Dank. So, ihr könnt also direkt loslegen mit Fragen und ich werde gucken, dass ich euch da direkt beantworte. Philippe, guten Abend. André Nellesch. Nabend und frohe Restweihnachten. Was genau für eine Belichtung hast du bei dem Aquarium im Hintergrund? Lumen und so weiter. Ja, das ist eine gute Frage. Also ich kann dir nur eins sagen, die Beleuchtung, das ist die Standardabdeckung, die bei dem Aquarium dabei ist. Das ist das Fluval, ja, sag mir jetzt, also ein günstiges Fluval Standardset kostet, glaube ich, keine 60 Euro. Und die Abdeckung hat eine LED mit 10 Watt, glaube ich, 10 Watt. Lumenangaben werden meines Wissens nicht gemacht. Der Patrick, hallo Joachim, was ist deine Meinung zum DSB im Meerwasseraquarium? Was ist denn DSB? Deutsche Schwulenbewegung? Keine Ahnung, weiß ich jetzt nicht. Klär mich mal auf. Bettina, hallo zusammen. Der Steve, guten Abend an alle. Und Ricarda ist auch da. Guten Abend und frohe Weihnachten. Ja, euch allen auch. Einen schönen guten Abend und ja, in ein paar Stunden ist Weihnachten vorbei. Lohnt sich das da noch großartig Weihnachten, frohe Weihnachten zu wünschen? Ich mache es aber trotzdem einfach mal. Frohe Weihnachten noch, frohe Restweihnachten euch allen. Und ja, wir wollen uns noch einen schönen Abend machen. Ja, wen haben wir denn da? Der Philippe, würdest du mal ein extra Haltungsvideo zu Kampffischen, damit nicht nur so viele falsche Empfehlungen auf YouTube sind. Ja, was Fische angeht. Also ich mache eigentlich Fischvideos ungern, wenn ich die Fische nicht habe oder nicht halte. Ja, ich meine, da haben andere mehr Vorteile. Also hier zum Beispiel Leute, die im Zoogeschäft haben oder in einem Zoogeschäft arbeiten, die können da unter Umständen auch was zeigen. Das kann ich ja natürlich in dem Sinne nicht, ne? Es ist natürlich durchaus möglich, dass ich auch irgendwann mal ein Kampffischbecken aufbaue, aber ich sag mal, dadurch, dass wir hier also vom Platz her sehr, sehr begrenzt sind und hier also auch noch ein Erhaltungsprogramm mit einziehen soll, von daher, das ist natürlich schon ein bisschen schwierig, da jetzt nochmal separat ein Kampffischbecken zu machen. Ist jetzt, ich sag mal, ist jetzt nicht geplant. Ricarda, mein 200 Liter Becken so läuft seit einem Monat. Boden, ja. Schön, freut mich. Achso, mit den Kampffischen, ne? Schon die Fische alle drin? Patrick, Deep Sand Bait. Achso, Deep Sand Bait. Ich habe mich mit dem Deep Sand Bait noch nicht wirklich großartig befasst. Allerdings bin ich ein Freund von dickem Bodengrund.
Ja, also ich werde hier auf jeden Fall bei dem Seepferdchenbecken auf jeden Fall, auch genau wie im Süßwasser, also einen Bodengrund von mindestens 5 cm machen, vielleicht auch mehr. Und ansonsten, aber da geht es, glaube ich, um die Deep Sand Bed Filterung, ne? Also weiß ich jetzt nicht genau. Der Christian, auch von mir guten Abend. Mein Aquarium läuft jetzt seit 14 Tagen filterlos. Auch unter Stressbedingungen deutlich besser als vorher. Es war eine gute Entscheidung. Ja, Christian, freut mich sehr. Ja, ich meine, du hattest ja jetzt ein paar Probleme während einer paartägigen Nicht-Anwesenheit. Ja, aber es scheint ja weitestgehend gut gegangen zu sein. Divya, hallo Achim, wie bekomme ich meine Muschelkrebse weg? Habe sogar gehört, die können hinten wieder unverdaut raus. Meine Erbsenkugelfische fressen sie nicht. Also, dass die Muschelkrebse magenresistent sein sollen, habe ich noch nie gehört. Das höre ich immer nur von dir, wenn ich deine Fragen bei anderen höre oder lese. Na, du stellst ja bei jedem die gleiche Frage. Von daher, also das kann ich irgendwo nicht nachvollziehen und kann es mir auch nicht vorstellen, dass die also tatsächlich den Magentrakt oder Magen-Darm-Trakt der Fische unbeschadet überstehen. Das kann ich mir einfach nicht vorstellen. Aber es gibt halt ein paar Fische, die fressen die und ein paar Fische, die fressen die nicht. Ganz ehrlich, ich habe da noch nicht drauf geachtet, bin da jetzt auch nicht ganz auf dem Laufenden, welche Fische dafür geeignet wären. Und ich meine, solange Muschelkrebse nicht überhand nehmen, was spricht gegen Muschelkrebse? Also ich finde, das ist eine Bereicherung fürs Aquarium und würde da normalerweise gar nichts gegen machen. Die Ute, wünsche allen einen schönen Rest zweiten Weihnachtstag. Ja, freut mich. Dankeschön. Malte, hallo, du hattest schon mal über pH-Senkung durch zum Beispiel Schwefelsäure gesprochen. Wie schnell darf ich den pH-Wert senken? Und sollte das säurebehandelte Wasser 1 bis 2 Tage stehen, bevor es reingeht? Ich habe mal versucht, den pH-Wert ein wenig zu senken und das Wasser nicht lange stehen lassen und hatte mehrere tote blaue Neons. Ja, also ich sag mal, starke Wasserveränderungen sollten natürlich grundsätzlich vermieden werden. Ja, also pH-Wertänderungen um einen pH-Punkt, ja, das ist schon gewaltig. Ja, ich sag mal, wenn du von pH 7 oder von pH 6 auf pH 5 runtergehst, das ist eine 10-fach stärkere Säure. Ja? Also 10-mal stärker ein pH-Punkt. Ja, und das ist natürlich gewaltig. Ja, und da würde ich also wirklich in ganz kleinen Schritten vorgehen, und würde also auf jeden Fall das maximal das Wechselwasser ein bisschen runterfahren. Allerdings bei 50% Wasserwechsel ist das natürlich auch gewaltig. Ja, also so viel mache ich ja nicht. Also wie gesagt, wichtig ist natürlich, dass man da halt keine starken Veränderungen, also nicht so große Veränderungen vornimmt. Das ist natürlich, das sollte man aber eigentlich wissen. Na, ich meine, Fische werden, wenn du Fische neue kaufst, die gewöhnst du aufwendig ein und machst dann eine Tröpfchenmethode eventuell oder was auch immer. Und da knallst du dann auf einmal den pH-Wert runter oder extrem runter. Und ich meine, dann darf man sich eigentlich nicht wundern, dass sie das den Fischen nicht besonders gut bekommt. Ne? Also immer kleine Veränderungen, immer nur ganz kleine Veränderungen. Und wenn du da einen Zielwert hast, den du erreichen möchtest, dann unter Umständen über viele Wochen senken. Ja. Mein Ideal ist natürlich immer noch, auf solche Methoden verzichten zu können und das zum Beispiel über die Verwendung von Osmosewasser zu machen und eine Osmoseanlage, die kosten ja heute nichts mehr. Ja, also unten in der Videobeschreibung findet ihr den Link zu meinem Amazon Store und da sind natürlich auch günstige Osmoseanlagen drin. Ja, auch meine Osmose, die ich hier verwende. Da ist auch ein Kommentar zu. Da könnt ihr dann auch sehen, welche ich verwende.
Und die hatten ein Verhältnis von knapp 1:1, also etwas schlechter als 1:1. Und das ohne Druckerhöhungspumpe. Ne? Also das ist schon echt heavy. Ne? Deswegen diese Senkung über Säuren, das ist natürlich immer eigentlich nur ein Notbehelf und sollte meiner Meinung nach keine Dauerlösung sein. Ja. Die Ricarda, Bodengrund und Pflanzen sind aus meinem alten Becken. Mein Kampffischmännchen schwimmt mit 8 Damen fröhlich durch das Becken. Nur ein Weibchen hat Probleme mit dem Schwimmen. Kann ich da etwas machen? Ja, da scheint ja gesundheitstechnisch mit dem Weibchen irgendwas nicht zu stimmen. Und da kannst du... Schwer zu sagen, kann ich nicht beurteilen. Also Ferndiagnose ist sowieso fast unmöglich und auch nicht so mein Ding hier. Also der große Krankheitsspezialist bin ich ja auch nicht. Also da... Musst du einfach mal gucken, entweder das Weibchen beobachten oder in Quarantäne setzen und beobachten, wie es sich weiterhin verhält, ob sich das verbessert, ob sich verschlechtert oder ob sich überhaupt was tut. Und unter Umständen muss man halt auch einen anderen Weg beschreiten. Ne? Underworld Symphony. Muss der Sand im Aquarium regelmäßig umgegraben werden? Eine Haltung von Turmdeckelschnecken oder gründelnden Fischen ist nicht möglich. Also anbieten tut sich natürlich, weil die, wenn sich da im Bodengrund, also im Sand, da finden natürlich auch biologische Prozesse statt und auch mit der Zeit findet natürlich auch im Sand eine gewisse Art von Verschlammung statt. Und auch mit dem Aufwirbeln wirbelst du natürlich auch Biofilme auf. Ja, und das Interessante ist, nach dem Aufwirbeln, wenn sich dann der Mond wieder gesetzt hat, erstmal kannst du den dann viel leichter absaugen. Und also einfach mit dem Schlauch ganz vorsichtig oberflächlich absaugen, was zu viel ist. Und in der Regel ist das Wasser danach auch super kristallklar. Na, also kann man durchaus machen, muss man aber nicht. Ja. Der Aquariumliebhaber. Moin, wo kann man große Mutterpflanzen für wenig Geld kaufen? Ja, ist eine gute Frage. Versuch's mal bei eBay Kleinanzeigen. Ne? Du kannst ja auch selber eine Anzeige reinstellen, ne? Dass du da irgendwie sowas in der Art suchst. Thunderfork. Guten Abend. Ja, dir auch guten Abend. So. Fettgelb, welche Schnecken sind am besten geeignet, um den Boden aufzulockern, damit sich keine Faulgase und so weiter bilden können? Ja, also die Schnecken können das natürlich auch nicht verhindern. Ja, also wenn du so viel fütterst, dass du im Bodengrund, dass sich da Fäulnis ansiedelt, das ist natürlich bei zwangsgefilterten Aquarien viel größer, die Gefahr als bei filterlosen oder Diffusionsfilter-Aquarien. Aber da die Schnecken der Wahl sind natürlich Turmdeckelschnecken. Eine andere Möglichkeit sehe ich da im Moment nicht. Ne? Interessengemeinschaft Modell U-Boote Austria. Hallo Joachim, frohe Festtage aus Austria. Ja, wünsch ich dir auch. Bist du das, Hans? Ja? Naturblog, moin, Frage zu Tropfentests. Ist es möglich, dass Tests nicht funktionieren, obwohl das MHD 2022 ist? Ja, das ist natürlich durchaus möglich. Ich meine, das solltest du vielleicht mal unter definierten Bedingungen einfach mal austesten. Ne? Also indem du zum Beispiel eine Lösung ansetzt, wo du genau weißt, wie viel von dem entsprechenden Stoff drin ist oder beziehungsweise wie da der Wert aussieht und dann einfach anhand dessen einfach mal dein Tester ausprobieren. Oder gehst du dann zum Händler deines Vertrauens, der unter Umständen auch Tests macht und lässt ihn das einfach mal vergleichen. Ne? Das kannst du natürlich machen. Der Patrick, wie groß soll das Seepferdchenbecken werden? Ja, das Becken ist definiert. Erstmal, ich meine, müsste alles auch in dem Seepferdchen-Stream angegeben sein. Also das Becken wird 1,20 Meter lang, 80 tief und 60 hoch. Also 576 Liter oder so in dem Dreh irgendwo.
LS Buddies, hallo, noch eine Frage. Meine Barben kommen seit 4 Tagen nicht mehr zum Fressen her. Woher kann das kommen? Das hat einmal eine mögliche Krankheitsursache, also dass die in irgendeiner Form nicht gesund sind, eventuell irgendwelche Magenparasiten haben oder Darmparasiten oder die Wasserverhältnisse passen einfach nicht, dass sie also unter Stress stehen und wegen schlechter Wasserqualität oder Wasserwerte, ne, oder ungeeigneter Filterung zum Beispiel, ja. Und das sind so die wesentlichen Gründe. Interessengemeinschaft Modell U-Boote Austria. Das mit den toten Neons nach einem Wasserwechsel kenne ich von mir. Geholfen hat nur eines. Kleinere Wasserwechsel machen. Ja, oder halt nicht so viel von dem Zoff in dem Zeug da reinschütten beim Wasserwechsel. Ne? Also ich halte ja sowieso, ihr wisst, dass ich sowieso nicht so viel von riesigen Wasserwechseln halte. Ja, also ich meine, außer es gibt einen Grund dafür. Ja, so ohne Grund würde ich so gigantische Wasserwechsel von 50% oder noch mehr gar nicht erst machen. Interessengemeinschaft Modell U-Boot. Habe bei 20 Liter, 240 Liter an die 100 Liter Osmosewasser reingeleert. Das war den roten Neons und Panzerwelsen zu viel. Da hatte ich leider einige Ausfälle. Ja, das ist natürlich, wenn vorher Leitungswasser drin war oder so, das ist natürlich ein gewaltiger osmotischer Schock, den die Tiere da erleiden. Ne? Das bleibt natürlich nicht aus. Der Gärtner Lars. Guten Abend. Guten Abend dir auch. Robby Rauch, wie bekommt man Kupfer aus dem Wasser? Ja, also ich sag mal, eine vorübergehende Lösung wäre natürlich Wasseraufbereiter, also Standardwasseraufbereiter. Aber Dauerlösung ist Punkt 1, kein warmes Wasser aus der Leitung. Ja, und wenn die ganze Verrohrung noch vergleichsweise neu ist, dann generell kein Wasser aus der Leitung verwenden. Dann kann ich nur zu einer Osmoseanlage raten. Aber was anderes bleibt dann nicht. Balthasar, ahoi Joachim, hattest du schon mal afrikanische Schlammfische? Fractolemus ansorgi. Falls ja, kannst du was dazu erzählen? Ganz ehrlich, sagt mir jetzt gar nichts. Sagt mir überhaupt nichts. Kenne ich nicht. Daniel, hi Joachim, welche Welse würdest du gegen Oberflächenalgen auch an der Scheibe empfehlen? Was sind denn Oberflächenalgen? Oder meinst du irgendwelche Fadenalgen oder meinst du eine Kamhaut? Dann können zum Beispiel, also wenn du da nicht mit Oberflächenabsauger ran willst, dann bieten sich zum Beispiel Lebendgebärende an. Ja? Also Mollys, Schwerträger, die lutschen ja richtig förmlich die Wasseroberfläche ab. Die Interessengemeinschaft wieder. Ja, sorry, Hans ist hier. Heute mit meinem anderen Account. Das war ein Versehen. Ja, macht ja nichts. Der Joachim hat seine Nachricht zurückgezogen. So, und es sind schon wieder so viele. Nee, sind es nicht. Andi, grüßt euch, Joachim und Fabian. Ja, Fabian ist zu Hause und managt von da aus, falls da was schief geht. Fekek, ist es ratsam, Black Pinto Galaxy Zwergkanälen aus eBay Kleinanzeigen zu kaufen, 5 Euro Stückpreis, oder doch lieber aus einem Internetshop für 20 Euro Stückpreis für die Zucht? ja, das ist natürlich eine schwierige Frage. Ja, was soll ich dazu sagen? Also ich sag mal, gerade bei eBay Kleinanzeigen tummeln sich also auch sehr viele Pseudo-Züchter und Züchter mit... Ja, was soll ich dazu sagen? Also Züchter, bei denen ich nicht kaufen würde. Ja, also du solltest dir auf jeden Fall eventuell die anderen Anzeigen ansehen, die Bilder ansehen und nachfragen, ob das auch tatsächlich die Bilder von den Tieren sind, die angeboten sind. Und du solltest dir also, bevor du die Tiere kaufst, die Tiere also sehr genau anschauen. Also wenn du da den Eindruck hast, dass da eine schlechte Zuchtauswahl betrieben wird, dann lässt du natürlich die Finger davon, vor allen Dingen, wenn du die Tiere züchten möchtest. Ja, also gerade bei der Zucht, da kommt es darauf an, qualitativ hochwertige Ausgangstiere zu bekommen und nicht irgendwelche so halb aussortierten oder
aussortierte Tiere oder schlecht aussortierte Tiere zu bekommen. Also da kommt es drauf an. Oder du kaufst du halt, steckst ein bisschen mehr Geld rein und kaufst sie bei einem seriösen Händler. Ja, also da die Entscheidung kann ich dir natürlich nicht abnehmen. Ja, also wichtig ist eben, dass du bei der Zucht nicht an der falschen Stelle sparst. Ne? Also Qualität der Tiere ist letztendlich entscheidend auch für deinen Zuchterfolg. Und vor allen Dingen, ich nehme an, dass du die Tiere nicht auch nur zum Spaß züchten willst, sondern dass du die auch verkaufen möchtest. Ja, und du kannst also nur dann dir einen guten Ruf machen, wenn du qualitativ hochwertige Tiere weiterverkaufst. André Nelesch, was denkst du allgemein von den empfohlenen Lumenangaben, die man so hört, bis zu 10.000 oder 15.000 Lumen im normalen Gesellschaftsbecken wirklich nötig? Ich habe gerade circa 3.900 Lumen. Ja, ich sag mal, es kommt letztendlich darauf an, was für Pflanzen du pflegen möchtest. Ja, also der grobe Anhaltspunkt ist eben Lumen pro Liter. Ja, das ist zwar nicht der wirklich zuverlässigste Wert, aber es ist zumindest so ein Pi mal Daumen Wert, um einfach zu entscheiden, habe ich genug Licht oder habe ich eher zu wenig Licht. Ja, also ich würde zumindest, also wenn du auch ein paar anspruchsvollere Pflanzen halten möchtest, solltest du also zumindest im guten mittleren Bereich dich bewegen. Das heißt so um die 30 Lumen pro Liter. Ja, plus minus halt. Ne? Also da kannst du eigentlich nichts falsch machen. Also Grundausstattung bei den Aquariensets oder Kombinationen sind meistens im unteren Level. Ja, die bewegen sich also deutlich unter 20 Lumen pro Liter. Und das ist natürlich schon für viele, viele Pflanzen sehr, sehr mager. Ne? Also nützt dir nichts, wenn du weißt, wie viel Lumen deine Lampe hat, aber weißt nicht, wie viel Volumen dein Becken hat. Oder wie viel Licht ankommt, gut, kann man natürlich ausrechnen. Aber diese reine Lumenangabe, was die Lampe aussendet, als alleinige Angabe ist natürlich nicht sehr viel wert. Der Jürgen, hallo Joachim, ich habe Corydoras Panda und Corydoras Sterbei. Kann das sein, dass sie sich gegenseitig die Eier wegessen? Ja, selbstverständlich kann das sein. Ja, also Kaviar mögen die meisten Fische sehr gern. Ja, also da kennen die, glaube ich, gar nichts. Ne? Da kennen die keine Verwandten oder nicht Verwandten. Hallo Fabian und frohe Weihnachten. Gut, Daniel, das ist nicht für mich. Der Harald. Hallo, möchte beim 240 Liter Becken den Bodengrund von Kies auf Sand tauschen? Außer den Filter, Pflanzen, Wurzeln und Fische werden wieder eingesetzt. Ist nach dem Tausch mit einem Nitritpeak zu rechnen? Sicherheitshalber kontrollieren würde ich es auf jeden Fall. Aber es muss nicht sein, dass du mit einem Nitritpeak rechnen musst. Ja, also es muss nicht passieren, aber ausschließen kann man es halt nicht. Ne? Also auf jeden Fall kontrollieren. Der Steffen, ich habe eine Osmoseanlage über deinen Link gekauft und hätte da eine Frage. Es gibt 4 Schläuche zum Anschließen. Eingang, Abwasser, Reinstwasser und Tank. Wozu ist Tank da? Ja, Tank, der Tankanschluss ist da, dass du ein dass du zusätzlich einen Tank anbauen kannst. Und zwar geht es eigentlich bei dem Tank darum, dass du eine gewisse Osmosewassermenge speichern kannst. Da in erster Linie geht es um Lebensmittelverwendung. Also wenn du zum Beispiel mit dem Wasser kochen willst oder Kaffee machen willst oder einen Tee oder was auch immer und da nicht stundenlang warten möchtest, bis genug Osmosewasser da ist, dafür ist dieser Tankanschluss. Ja, das ist rein optional. Ja, ansonsten, also ich habe den natürlich nicht in Verwendung, weil ich habe da so ein 50 Liter Speisefass nebenstehen und da drin sammle ich also ein bisschen Wasser, damit ich hier also, ich sag mal so, für mein
für meinen kleinen Wasserwechsel da nicht, wenn ich den einmache oder zum Wasser auffüllen, dass ich da nicht stundenlang warten muss. Ich meine, gut, die Anlage macht jetzt nicht 190 Liter, sondern 570 Liter am Tag. Aber du wartest ja trotzdem eine gewisse Zeit, bis da eben die Wassermenge da ist, die du brauchst. Und mit dem Tank kannst du das natürlich bis zu einem gewissen Punkt natürlich vermeiden, ne, indem der Tank gefüllt wird und da eben ein bisschen Wasser zur Reserve ist. Der Simon: Hi Joachim, ich würde gerne Kardinalfische mit einem anderen kleinen Fisch vergesellschaften, 80 Liter Cube. Vielleicht sogar einen Algenfresser, die mit nur 18 bis 20 Grad Wassertemperatur klarkommen. Hast du da Ideen? Ja, also Algenfresser, du meinst wahrscheinlich jemand, der dir die Scheiben reinigt. Und da kann ich dir nur zum Ototoropsis pyrebebui raten, den habe ich hier auch drin. Der kommt also mit 20 Grad bis 24 Grad gut klar. Und andere kleine Fische zum Kardinal. Ich meine, der Kardinal bewohnt ja eigentlich so mehr den mittleren bis unteren Bereich. Und da würde ich vielleicht einen Nanofisch, einen kleinen, also einen Nanofisch wählen, der halt, also bei den neu entdeckten Arten, also in den letzten Jahren neu entdeckt, sind sehr viele dabei, die also auch mit 20 Grad gut klarkommen. Ja, also da, ich meine, ich hätte auch ein Video gemacht, Fische für Kaltwasser oder für, meine ich jetzt lass mich nicht lügen. Wenn der Fabi das jetzt mitkriegen sollte, kann er ja mal gucken, ob er den Link da unten reinsetzt. Also wie gesagt, habe ich jetzt nicht im Kopf, was du da nehmen kannst. Ich sag mal, zum Beispiel, ich glaube, Moskitos kannst du auch bei 20 Grad halten. Also Moskitobärblinge und Perlhuhn-Bärblinge und Kyatit-Bärblinge und auch Zebra-Bärblinge, ja, ganz normale Zebra-Bärblinge. Selbst einfache Neon kannst du bei 20 Grad halten. Also da gibt es schon einiges, was man da reinpacken kann. Also jetzt hier eine große Liste zu machen, das wäre natürlich ein bisschen heavy. Ricarda: Ist es schädlich, wenn sich ein paar Fische überfressen? Ein paar Kampffische, Weibchen, fressen wie bekloppt die Schnappen alles weg, lieber getrennt füttern. Ja, wie willst du die getrennt füttern? ja, ich meine, einige Kampffische neigen dazu, sich zu überfressen. Wobei bei Kampffischweibchen, ob das jetzt so groß was ausmacht, wahrscheinlich werden die einfach schneller Laich ansetzen. Ne? Also von daher, was willst du da machen? Ich würde es einfach mal laufen lassen, einfach mal beobachten, wie die Tiere sich verhalten auf Dauer und ob die da Schaden, also mehr kannst du eigentlich nicht machen. Also ich wüsste jetzt auch keine andere Möglichkeit, oder nochmal separieren, weiß ich nicht, würde ich nicht machen. Ich würde es drauf ankommen lassen. Der Peter: Guten Abend, wünsche allen gesunde Weihnachten. Ja, Peter, wünsche ich dir auch. Olaf: Hallo Joachim, habe vor, mein 200-Liter-Becken auf filterlos umzustellen und die Rückwand mit einer Filtermatte zu bestücken. Wie dick sollte die Matte mindestens sein? Also filterlos bedeutet natürlich, dass da nichts mehr drin ist, was zwangsweise irgendwelches Material durchströmt. Also auch kein Eheim-Oberflächenskimmer. Ja, also da musst du auf jeden Fall dann auch das Schwämmchen rausnehmen. Ansonsten, wenn du quasi das filterlose Aquarium dann als Osmose-Filterbecken betreiben möchtest, also mit der Matte, wird ja daraus dann ein Diffusionsfilter, und der sollte mindestens 5 cm dick sein. Und da würde ich auch dann auch 30 ppi Schwamm verwenden. Ja, ob blau oder schwarz, das bleibt dann dir überlassen. Aber du findest unten in der Videobeschreibung, findest du also auch die entsprechenden Filterschäume, also den Filterschwamm in dem Amazon Store. Ja, also auch 100x50, also genau für dein Becken ausgerüstet, da brauchst du dann nicht stückeln.
Und zwar in Schwarz und in Blau sind die da drin. Der Eduard. Hallo Joachim, kann man zu viel Biohum ins filterlose Aquarium geben? Ja, solange das halt nicht durchströmt ist, schadet das nichts. Und eigentlich zu viel geht nicht. Ne? Das ist natürlich nur, wo willst du so viel unterbringen? Ne? In Netzbeutelchen oder so und dann irgendwo hinter die Dekoration oder hinter die Pflanzen. Eine andere Möglichkeit hast du dann nicht. Ne? So. Aber ich sehe eigentlich keinen Grund, keine Möglichkeit, das da zu viel reinzupacken. Was zu viel ist, wird nicht besiedelt. Ne? Obwohl es wird eigentlich alles besiedelt. Fressen Autos Babygarnelen, fragt Philippe. Ich glaube nicht, ich habe es zumindest noch nie erlebt. Also meine Orthothyropsis habe es noch nicht gemacht oder zumindest habe ich es nicht gesehen. No. Der Simon, vielen Dank, das hat mir schon gut geholfen, geht mir wie gedacht. Ja, super. Der Hans, Joachim, ich habe dich zwar schon mal per Mail gefragt, habe aber mal auch die Community. Frage aber auch mal die Community, hat jemand Erfahrung mit der Juvelhelia Lux Spektrum 1200, seit ich die habe, wachsen bei mir die Grünalgen. Ja, ich meine, bin ich ja schon drauf angegangen. Aber wenn hier jemand Erfahrung hat damit, dann nur zu, dann immer ran. Naturblock, welche Fische könnte man in einem Flussaquarium mit extremer Strömung halten? Ja, da gibt's schon einiges, ja, also, kommt ein bisschen auf die Temperaturen an, kommt auf die Größe des Beckens an. Und natürlich kommt es auch darauf an, was du als extreme Strömung bezeichnest. Ja, also im moderaten Wasser, also bei moderater Wassertemperatur, bieten sich da zum Beispiel eventuell einige Elwelse an und die Flossensauger und diverse andere Bachschmerlen und diverse Barben und auch selbst einige Regenbogenfische kannst du gut in strömungsreichen Aquarien halten. Also da gibt es schon einiges, ja, oder auch diverse Salmler. Ne? Also da gibt es eine große Möglichkeit. Ne? Wie gesagt, kommt natürlich immer auf das Becken speziell an. Ne? Also wie viel Strömung, wie groß es ist, welche Temperatur und. Der Mike. Guten Abend, Joachim. Kannst du etwas zu deiner Düngung erzählen? Wie Menge auf Liter und wie oft? Also ich habe ja schon einen Livestream zum Thema Düngung gemacht und da möchte ich an dieser Stelle drauf verweisen, weil da jetzt so großartig drauf einzugehen, würde jetzt wahrscheinlich wieder den Rahmen sprengen. Allerdings, für die normale Düngung verwende ich dieses Produkt. Das ist auch unten in der Videobeschreibung zu finden, also auch, glaube ich, direkt in der Beschreibung und auch im Amazon Store. Und da ist auch, also im Amazon Store ist zumindest da auch ein Kommentar hinterlegt. Und da drin steht auch was zur Dosierung. Und zwar ist es so, dass, lass mich jetzt nicht lügen, aber ich glaube, 1 Milliliter von diesem Dünger pro 400 Liter erhöht den NO3-Gehalt um circa 1,1 Milligramm pro Liter. Ja, also 1 Milliliter pro 400 Liter erhöht um 1,1 Milligramm pro Liter. Ja, also da müsst ihr euch selber ausrechnen, wie viel das ist. Lungarus, vielen Dank für den Superchat. Vielen Dank, können wir gut gebrauchen. So, wo bin ich denn jetzt schon wieder? Gruß aus Polen. Ja, Arthur, freut mich, dass du da bist. Und auch zurück. Ich meine, schön, dass du Deutsch sprichst und das finde ich klasse.
kannst du mir wenigstens folgen. Ne? Andere haben da vielleicht etwas mehr Probleme. Der Daniel, danke Joachim, mein Kampffischmännchen jagt neuerdings meine Schwertträger. Ist ja Problem, ist das problematisch oder nur Revierverteidigung? Ja, schwer zu sagen. Die Chance ist groß, dass es nur eine Revierverteidigung ist, dass er möglicherweise, was weiß ich, ein Schaumnest baut oder hat er auch Weibchen zur Verfügung. Vor allem, wie groß ist das Becken? Wenn das Becken zu klein ist, dann, also ich sag mal, 60er Becken würde ich schon als grenzwertig ansehen für die Haltung vom Kampffischmännchen. Und dann, wenn dann, dann kann man sich natürlich an anderen Fischen, also anderen Fischen hinterher herjagen. Ich meine, Kampffische sind Charakterfische. Der eine so, der andere so. Der eine ist ein bisschen aggressiver, aber die meisten Kampffische interessieren sich eigentlich nicht für andere Fische, außer wenn halt Brutzeit ist und der möchte halt quasi sein Schaumnest verteidigen. Und dann ist er natürlich auch anderen Fischen gegenüber nicht ganz ohne. Kein Plan von Namen. Grüß dich. Mal eine Frage zu meinen Skalaren. Kann ich die mit einer Gruppe Guppies halten? Ich sag mal, so richtig zusammenpassen die natürlich nicht. Ich meine, der Skalar ist ein Südamerikaner und der Guppy eher ein Mittelamerikaner, der eher mit nicht ganz so weichem, also in nicht ganz so weichem Wasser gehalten werden möchte, obwohl der auch mit relativ weichem Wasser klarkommt. Aber ansonsten, solange du die temperaturmäßig und Wasser wertemäßig einigermaßen zusammenpassend hältst, dann spricht letztendlich auch nichts dagegen. Ne? Ich meine, solange man da nicht sagt, ich will also nur Fische von dem Gebiet zusammenhalten, dann würden sie natürlich nicht zusammenpassen. Ne? Aber ansonsten, große Skalare vergreifen sich natürlich an Jungfisch, also an Guppy-Brut. Ja, und je größer die Skalare, umso größer ist natürlich auch die Chance, dass die sich mal Männchen reinschnabulieren. Ne? Aber wie gesagt, das ist natürlich dann schon der Grenzfall. Die Ricarda. Kennst du dich mit Koi-Kampffischen aus? Sollte man sie wie normale Kampffische halten? Hab sie im Geschäft gesehen. Die sind ja wunderschön. Ja, was spricht denn dagegen? Also der Koi-Kampffisch ist ja im Prinzip von der Beflossung her wie ein Wildkampffisch. Ja, der hat also in der Regel, ich meine, klar, die haben auch ein bisschen mehr stärker ausgezogene Kaudalen und Analen, also Rückenflossen und Afterflossen. Die sind da ein bisschen länger als beim Wildkampffisch, meistens zumindest. Aber sind natürlich auch insgesamt ein bisschen lebhafter als die Hochzuchtform mit überlangen Schwänzen. Aber die kannst du natürlich genauso halten wie die anderen Kampffische auch. Ne? Und gerade bei dir mit den 200 Liter Becken, mit den 200 Liter, ist das natürlich genial. Natürlich musst du vorher, sollte dein anderer Kampffisch das Zeitliche gesegnet haben oder du solltest jemanden gefunden haben, dem du den geben kannst. Aber prinzipiell sehe ich da keine Unterschiede zwischen Koi-Kampffisch und einem anderen Kampffisch. Ja, also es bleibt die gleiche Art, die sind nicht anders vom Charakter. Ja, natürlich auch Charakterunterschiede, auch da gibt's. Aber die werden halt auch nicht mehr auf Kampf gezüchtet. Also das ist heute also echt die große Ausnahme. Also das, was du im Geschäft kaufen kannst, das sind also keine Tiere, die noch für Kampf selektiert sind. Ja, das ist also lange vorbei, schon viele, viele Jahre vorbei. Aber selbst die Kampffische, also die für Kämpfe selektiert werden, ja, die interessieren sich nur für andere Kampffischmännchen. Die interessieren sich nicht, also in der Regel zumindest nicht für andere Fische. Underworld, Interessengemeinschaft. Das ist ja nicht für mich. Underdog, hallo Joachim, Stichworte Biotop-Aquaristik. Mit wenig oder langsam wachsenden Pflanzen und vor allem wenig Licht. Ist das Aquarium dann dauerhaft biologisch stabil? Ich meine, Pflanzen erleichtern natürlich den
die Haltung des Aquariums, ja, und stabilisieren es natürlich auch. Aber du kannst natürlich ein Aquarium ganz genauso ohne Pflanzen halten oder mit wenig Pflanzen oder viel Licht, wenig Licht. Ja, also jedes biologische System und jedes Aquarium ist ein biologisches System, ja, auch wenn irgendwelche Leute sagen, Aquarium ist keine, hat mit Natur nichts zu tun, das ist einfach nicht wahr. Ja, also jedes Aquarium ist ein Biotop in sich und die biologischen Prozesse passen sich an genau dieses Aquarium an. Ja, die optimieren sich genau auf diese Beckengröße. Und da kannst du gar nichts gegen machen, außer du fuschst da ständig dran rum und veränderst ständig was. Also sprich, ständig veränderte Fütterung oder Filter wird dreimal die Woche sauber gemacht oder du fuschst dann mit irgendwelchen Medikamenten rum oder was auch immer. Aber solange das Aquarium gleich gehalten wird, wird sich ein Gleichgewichtszustand einstellen. Ob der immer gut ist, ja, ob der immer so ist, wie du ihn haben möchtest, das ist natürlich eine ganz andere Sache. Ne? Das kann man also so nicht festlegen. Ja, also ich sag mal, deswegen ist es eben so, dass eben manche Aquarien funktionieren und manche nur mit 50% Wasserwechsel funktionieren oder mit riesigen Filtern oder andere ganz ohne Filter. Ja, also von daher kann man nicht vorhersagen. Ja, aber jedes Biotop stellt sich auf die Verhältnisse ein, die vorhanden sind. Die Ute, hallo Joachim, wie geht es deinem Aquarium hinter dir? Wie ist der Stand? Ja, ich habe jetzt die zusätzliche Kamera nicht an. Ich weiß nicht, ob du was sehen kannst. Also im Moment lasse ich das Aquarium, mache ich eine Dunkelkur. Also ich habe jetzt nur für den Stream das Licht wieder angemacht. Es ist also so, dass die Cyanos etwas zurückgehen aber ich sag mal so ganz brüllend ist es noch nicht. Ich hab echt den Eindruck, dass die Cyanos irgendwie keinen Bock haben zu verschwinden. Und obwohl ich den Eindruck habe, dass die Pflanzen unter Nährstoffmangel leiden, deswegen fütter ich jetzt auch im Moment etwas verstärkt. Na, deswegen ist ja auch die Randale-Maschine hier oben drüber eingeschlossen. Ja, und dadurch wird dann halt jeden Tag ein bisschen Futter, kommt dann rein und das Aquarium wird sich alleine durch das Futter schon verbessern. Ja. Aber ich sag mal, das Aquarium ist zumindest nicht in einem Zustand, der nicht handelbar oder nicht rettbar ist. Ne? Also ihr kennt mich ja mittlerweile, ich sitze sowas aus, ja. Also das ist, ich habe da kein Problem mit. Ja, also für mich ist Natur Natur und Natur soll ihren Job machen. Und die macht ihren Job, ja, und stellt sich halt auch auf das ein, was eben da ist, ja, so wie die Verhältnisse sind, und darauf stellt sich ein. Und wenn mir die Cyanos so richtig auf den Sack gehen, ja, dann werde ich mal ein bisschen kräftiger absaugen und mal ein bisschen öfter Wasserwechsel machen. Ich bin ja trotzdem, also selbst jetzt in dem Zustand mache ich so gut wie keinen Wasserwechsel, alle paar Wochen mal ein bisschen, weil ich einfach, ich bin nur ein- oder zweimal die Woche hier, ja, also, und dann eigentlich schwerpunktmäßig für den Stream und ich fahre ja nun mal auch eine Viertelstunde hier hin und das muss ich zeitlich natürlich alles mit Fabian abpassen, weil wir müssen natürlich hier noch einiges machen. Wir müssen noch Regale an die Wände und Fabi hat mich schon angesprochen, hier mal ein bisschen aufzuräumen. In der Beziehung habe ich auch einen kalten Arsch. Aber das liegt auch daran, dass ich also heute nicht mehr alles kann, Rückenschmerzen und so weiter. Ja, also ja, und Missy, nein. Missy, nein. Also tut dir keiner was. Ja, Entschuldigung. Also von daher, also
das Becken wird irgendwann super laufen. Ja, also davon bin ich fest überzeugt. Und das geht gar nicht anders. Das ist halt filterlos. Das muss funktionieren. So, der Hans. Inwiefern beeinflusst CO2-Mangel bzw. weniger CO2, als es die Pflanzen bisher gewohnt waren, Algenwachstum? Also weniger CO2 bedeutet natürlich den Mangel des Hauptnährstoffes der Pflanzen. Und es ist nun mal so, dass Algen als niedere Pflanzen viel schneller auf Veränderungen reagieren können als höhere Pflanzen. Und die niederen Algen, also die Algen, sind anpassungsfähiger. Die sind, die kommen also oder nutzen die Nischen, die höhere Wasserpflanzen nicht ausnutzen können. Ja, also unter anderem auch CO2-Mangel. Ja, und jede Form von Mangelsituation für höhere Pflanzen bewirkt unter Umständen letztendlich eine Erhöhung der Algenpopulation. Ja, also so grob kann man das jetzt einfach mal zusammenfassen. Und von daher, inwiefern das jetzt genau auf dein Becken zutrifft, ist natürlich nicht vorhersagbar. Ne? Aber möglich, und deswegen sage ich das. Mein CO2 ist nun mal der Hauptnährstoff der Pflanzen. Ja, und wenn du alleine durch einen Ausströmerstein, also wenn du überhaupt kein CO2 zugibst, dann mach wenigstens einen Ausströmerstein ins Becken. Damit erhöhst du wieder den CO2-Gehalt, zumindest so in die Nähe des Umgebungsluftniveaus. Ja, also das ist tatsächlich auch in irgendeiner Weise eine kleine CO2-Düngung, weil die Pflanzen eben bei Licht das CO2 aus dem Wasser herausziehen und die aus der Umgebungsluft das so schnell nicht wie ins Becken rein diffundiert. Und mit einem Ausströmerstein kannst du das ein bisschen verbessern. Also habe ich ja auch mal ein Video drüber gemacht. So. Der Olaf, danke. Kann ich einem diffusionsgefilterten Aquarium einen JBL-Außenfilter als Strömungspumpe weiter nutzen? Hätte Charme, da Temperaturregelung und CO2 im Filterkreislauf eingebracht sind, selbstverständlich. Ja, solange du nicht irgendein Vorfilterschwämmchen dran hast oder doch irgendwelches Filtermaterial, was zwangsweise durchströmt wird, kannst du natürlich deinen Außenfilter als Strömungspumpe benutzen oder für CO2-Zugabe oder Temperatur, externe Heizung, natürlich. Überhaupt kein Problem. Philippe, hast du Erfahrung mit Channas? Nein, habe ich nicht. Habe ich auch nicht vor. Weil Channas sind für mich so absolut nichtssagende Fische. Also für mich sind das, also ich habe es nicht so mit Raubfischen. Ja, also ist nicht mein Ding. Adnan, hallo Achim, wann sollte man den Außenfilter reinigen? Gibt es da Anzeichen? Also ich persönlich würde einen Außenfilter mindestens einmal im Monat grundsätzlich sauber machen. Ja? Also es ist wichtig, dass ein Außenfilter eben frei arbeiten kann, dass die Biofilme frei Zugriff zum Wasser haben. Es macht keinen Sinn, auch wenn es früher immer behauptet wird, dass man am besten Außenfilter so lange laufen lässt, bis nichts mehr rauskommt oder fast nichts mehr rauskommt. Das ist völlig daneben. Das ist ein Mythos, der einfach nicht richtig ist. Du kannst besser hingehen, deinen Außenfilter von vornherein zu drosseln. Ja? Druckseitig drosseln und unter Umständen sogar massiv drosseln, also richtig massiv drosseln. Dann arbeitet der genauso gut, als würdest du, oder viel besser als ein fast verschlammter Filter, weil eben durch die geringe Durchsatzleistung ein Teil der biologischen Prozesse ins Aquarium verlagert werden. Und das ist im Prinzip das Geheimnis. Ja? Und das ist auch das Geheimnis des filterlosen Aquariums und das ist das Geheimnis des Diffusionsfilters. Und wie gesagt, dieses Geheimnis kannst du auch auf deinen Außenfilter umlegen, indem du ihn also mindestens einmal im Monat reinigst, und zwar mit Aquariumwasser. Ja? Nimmst ein bisschen Wasser aus dem Becken, spülst da drin dein Filtermaterial grob aus
und packst es wieder rein. Und dann drosselst du deinen Filter von vornherein druckseitig ganz massiv. Also es reicht, wenn dein Außenfilter das Wasservolumen des Aquariums einmal pro Stunde durchfiltert. Und das ist schon, also Maximum. Ja, also theoretisch würde es auch reichen, außer in einem wirklich extrem stark besetzten Aquarium, wenn sich das Wasser einmal am Tag durch den Filter bewegen würde. Mein Gut, das ist fast nicht mehr einstellbar. Aber ich sag mal, prinzipiell würde das reichen, weil das wäre dann in dem Falle wie ein permanenter Wasserwechsel, weil die Abbauleistung im Filter sich deutlich verbessert hat aufgrund der Verweilzeit des Wassers im Filter, also an den Biofilmen. Ja, und damit besser, also kann man das Wasser nicht mehr filtern. Ja, also deswegen, wenn aktiv gefiltert, also zwangsdurchströmt gefiltert, dann möglichst gering einstellen den Durchsatz und halt den Filter sauber halten, dass die Biofilme also auch wirklich ihren Job tun können und nicht völlig verschlammen und damit verstopfen. Und damit reduzierst du ja mit dem Verschlammen, reduzierst du deine effektive Filterfläche. Ja, und das kann nicht Sinn der Sache sein. Der Lutz: Hallo Joachim, habe mir einen Bonsai bestellt. Was für ein Moos würdest du mir empfehlen, dass ich auffinden kann? Danke, Lutz. Was meinst du, so ein Deko-Bonsai im Aquarium? Da kannst du. Oder meinst du für. Also so einen richtigen Bonsai für einen Vorgarten oder Zimmerbonsai oder so. Da klemme ich nochmal auf. Da kann ich jetzt im Moment nichts zu sagen. Daniel: Danke, Joachim. Der Kampffisch schläft auch 60 Liter mit 2 Schwerträgern und 4 Neons. Ist dann wohl auch kritisch, ein Weibchen reinzusetzen, oder? Ja, prinzipiell ja. Also bei 60 Liter, also 60, ich nehme an 60 Zentimeter, gehe ich mal von aus, ist es also so, dass der Kampffisch, also beziehungsweise um da noch ein Weibchen reinzusetzen, muss das Becken also wirklich extrem stark bepflanzt sein und sehr viele Versteckmöglichkeiten für das Weibchen da sein, damit er die nicht ständig findet und dann unter Umständen, wenn es um die Laichvorbereitung geht. Also ich sag mal, im normalen Fall interessiert ihn das Weibchen nicht besonders. Aber wenn das Weibchen signalisiert, ich komme Richtung Laichbereitschaft, dann fängt er an, das Weibchen zu treiben. Und das könnte für ein Weibchen also nicht so optimal ausgehen, wenn das Becken zu klein ist. Na, und wie gesagt, das ist natürlich mit den Kampffischen, mit den Schwerträgern und Neons vermutlich ähnlich, dass er da einfach sein Revier verteidigen möchte. Daniel: Hallöchen Joachim, wie viel Strömung darf ein Diskusbecken haben? Auch wenn es nicht so aussieht, also Diskus vertragen durchaus einiges an Wasserbewegung, ja, also das hält die gesund und aktiv. Solltest aber das Aquarium so anlegen, strömungstechnisch, dass also genauso Zonen da sind, wo also nur ganz geringe Strömung stattfindet. Also ein Diskusbecken als Strömungsbecken auszulegen, halte ich nicht für richtig. Aber wie gesagt, du kannst deine Pumpen oder deine Strömungspumpe so ausrichten, dass eben auch Zonen im Aquarium entstehen, die eben weniger Strömung enthalten. Ja, und dann kannst du Diskus durchaus auch einiges an Strömung verpassen. Ja. Adnan: Hallo, mein Aquarium läuft jetzt seit circa 4 Monaten. Der Mulm und die Pflanzenreste werden nur teilweise zersetzt. Was kann ich dagegen tun? 240 Liter, 20 Rotkopfsalmer, 3 Kakadu-Zwergbuntbarsche, 7 Dornaugen und Schnecken. Ja, was soll ich jetzt dazu sagen? Kann das sein, dass ein Becken mit starken Außenfiltern bestückt ist oder was und zwangsdurchströmt ist, die Filterung, dann kann das natürlich durchaus sein, dass also im Becken nur eine sehr begrenzte Mikrofauna vorhanden ist, die also jetzt diese Pflanzenreste zum Beispiel beseitigen würde oder wie auch immer.
Gut, dagegen spricht, dass du da großartig Mulm im Becken hättest. Der würde dann wahrscheinlich bei sehr starken Filtern eingesaugt. Da müsste ich ein bisschen mehr Infos zum Becken haben. Da kann ich dir jetzt so konkret keine Auskunft geben. Underworld, ich habe dasselbe Problem mit den Cyanos. Die wollen einfach nicht verschwinden. Trotz Dunkelkur und EM ausbremsen, konnte ich sie mit 50% Lichtmenge CO2 aus, Luftpumpe rein und kein Dünger mehr. Ja, ich meine, ich dünge ja auch nicht. Und wie gesagt, ich bastel da noch dran und mach mir meine Gedanken dazu. Und irgendwann werden die verschwinden. Die werden keine Chance auf Dauer haben. Ja? Na, ich bin da, wie gesagt, habe ich gerade schon gesagt, ich habe da einen ziemlich kalten Arsch. Ja. Solange es nicht so viele sind, dass sie den Fischen schaden. Weil ich meine, einige Cyanos sind ja auch in der Lage, Giftstoffe ans Wasser abzugeben. Und dann ist es natürlich wichtig, dass man was dagegen tut. Ne? Ich meine, ich müsste so halt hier auch mal absaugen und so ein paar Stellen absaugen. Und dann würde das wahrscheinlich auch viel schneller gehen alles. Ne? Aber gut. Ja, aber wie gesagt, du hältst mich wahrscheinlich auf dem Laufenden, wie du vorankommst. Ja? Also auf jeden Fall, was natürlich immer hilft, ist viel Wasserwechsel. Und absaugen, Bodengrund durchwühlen und dafür sorgen, dass eben Konkurrenzsituationen geschaffen werden, also mit den EMs, also durchaus weitermachen. Und da irgendwann sind die verschwunden. Der Meinolf, oh, du bist auch mal wieder da, freut mich. Hallo Achim, ich hatte 8 Monate Cyanos im Becken, trotz Absaugen und regelmäßigen Wasserwechsel. Hatte schon die Hoffnung aufgegeben und plötzlich gingen sie von alleine weg. Ja, das sind halt Cyanos, ja. Wenn man da drin stecken würde und das vorhersagen könnte, dann hätte keiner Probleme damit. Dann würden alle quasi nur noch nach Schema F vorgehen und sagen so, das machen, das machen, das machen, das machen und dann sind die weg. Ja, es ist halt nicht so. Es ist Natur und die hat ihren eigenen Kopf. Da muss man durch. Aber freut mich, dass du die dass die verschwunden sind und dass du jetzt wahrscheinlich auch wieder mehr Spaß dran hast. Der Marcel, hallo Achim, freue mich, dich live zu sehen. Danke für alle deine Videos und du bist Weltklasse. Ja, danke Marcel, freut mich. Der Zhang will mich ärgern und warum ist eine Gurke eine Gurke? Ja, warum ist eine Gurke eine Gurke? So, das hat sich erledigt. Naturblog, wie handhabt ihr das Thema Urlaub, wenn das familiäre Umfeld keine Ahnung hat und einfach nur mal füttern nicht reicht? Urlaubsservice gibt es ja auf dem Lande kaum. Ganz ehrlich, im Prinzip ist es wichtig, dass ein Aquarium so ausgelegt ist, dass es also durchaus auch mal, was weiß ich, 2, 3, 4 Wochen komplett ohne Pflege auskommt, außer Wasser auffüllen und füttern. Ja, also so sollte ein Aquarium ausgerichtet sein. Wenn das nicht funktioniert, dann hast du irgendwo dein Aquarium nicht richtig ausgerichtet. Ja, da sollten wir mal an anderer Stelle oder anderweitig drüber reden, wo das Problem liegt. Aber ansonsten, Fütterung angeht, ja, wenn du also nicht auf Futterautomaten oder sowas ausweichen kannst, dann hat sich bewährt, dass man die Futterration quasi tagesweise in Beutelchen packt. Jetzt ob eingefroren, weil Frostfutter gefüttert wird oder ob Trockenfutter oder was auch immer gefüttert wird oder möglichst abwechslungsreich gefüttert werden soll, dann eben tagesweise mit Datum drauf kleine Beutelchen fertig machen, also Druckverschlussbeutel mit der richtigen Futtermenge und die dann halt bereitstellen. Und weil ich habe die Erfahrung gemacht, wenn du jemandem, der keine Ahnung von Aquaristik hast, die Futtermenge selbst entscheiden lässt, das geht ganz fürchterlich schief und da kriegst du ganz, ganz große Probleme mit deinem Aquarium nachher. Ne? Deswegen, also entweder Futterautomat oder halt, wie gesagt, portionsweise mit Tagesdatum oder wenn auch noch ein
ein Fastentag eingelegt wird, dann eben ein leeres Tütchen, aber immer tageweise mit Datum drauf. Ja, das ist ganz wichtig, ne, damit die und den Leuten also einschärfen, bitte nicht darüber hinaus füttern. Ja, und weil sonst geht das schief. Aber wie gesagt, es geht alles, lässt sich alles einrichten. Also es geht auch so, dass du durchaus, wie gesagt, kommt natürlich auch auf das Setup des Aquariums an. Also ich hätte kein Problem, mein Aquarium 4 Wochen komplett alleine zu lassen. Ja, also ohne alles. Ja. Und das lässt sich alles managen. Der Mike, Leute, haut doch mal einen Like aufs Video raus. Das stimmt. Das ist eine gute Idee. Ich werde jetzt auch ein Stückchen nehmen. 52 Likes bei aktuell 112 Zuschauern. Da geht mehr, Leute. Das ist mein Lohn. Und zum guten Schluck. Der Gärtner war es, Lars. Was hältst du von der Paffrachtschale zum Anreichern von CO2? Ja, die Paffrachtschale ist natürlich so das einfachste CO2-Diffusionsmedium oder beziehungsweise Gerät, um CO2 ins Wasser einzuwaschen, ja, spülen. Arbeitet per Diffusion, also einfach nur, dass das Wasser, dass das CO2 einfach so ins Wasser eindiffundiert. Ist natürlich bei kleinen und kleinsten Aquarien unter Umständen durchaus ausreichend. Aber wenn das Aquarium dann schon wieder ein bisschen größer wird, dann wird eine Paffrachtschale auf keinen Fall reichen. Ja, dann wäre also auf jeden Fall irgendein Diffusor, Reaktor oder sowas in der Art sinnvoll. Ja, also wie gesagt, kommt auf die Beckengröße an. Und bei richtig großen Becken kommt es auch unter Umständen mit einem Reaktor bzw. einem Diffusor unter Umständen nicht aus. Ne? Also das muss man halt von Fall zu Fall entscheiden. Also Paffrachtschale bei kleinen Becken, gute Sache, bei großen Becken unzureichend. Der Andi, wie bekomme ich genügend O2 ins Wasser, wenn ich den Außenfilter massiv drossele? Nicht anders, als wenn du nicht drosselst. Ja, also das Aquarium ist normalerweise, solange du da nicht eine weiß wie dicke Kamhaut auf dem Becken hast, sollte das alleine ausreichen, was über die Wasseroberfläche ins Wasser eindiffundiert. Ja, also das ist nicht anders als beim anderen, also wenn der Filter nicht gedrosselt wird. Also da gibt es keinen Unterschied. Sefta, ich bin da. Guten Abend. Ja, guten Abend, Sefta. Freut mich, dass du da bist. So, jetzt werde ich einfach mal... Ach, da bin ich ja schon am Ende. Der Hans, Filterdrosseln, zum Beispiel bei Juwelinnenfiltern, einen Filterschwamm in das Ausströmrohr stopfen, würde das schon reichen. Braucht man aber wieder eine zusätzliche Strömungspumpe, oder? Ja gut, das kann natürlich sein. Na, also entweder, also was den Juwelinnenfilter angeht, da gibt es ja verschiedene Motortypen, also verschiedene Powerheads, um die zu betreiben. Und da die gehen bis 300 Liter pro Stunde runter. Ja, also unter Umständen investieren in einen kleineren, in eine kleinere Pumpe. Dann spart man auch Strom. Und ansonsten, wenn das nicht möglich ist, dann, was weiß ich, hier so ein Absperrhahn an den Auslauf irgendwie anschließen mit Schläuchen oder wie auch immer. Und darüber kann man den also relativ fein regeln. Also ein Schwamm ins Ausströmrohr stopfen, das funktioniert nicht wirklich, weil der verschlammt also ratzfatz und das kannst du nicht kontrollieren. Aber was die Geschichte mit der Strömungspumpe angeht, ich sage ja sowieso, also den Filter würde ich niemals, also solange er zwangsdurchströmt ist, niemals für die Strömung in Betracht ziehen. Ja, wenn die Strömung zufällig damit erreicht wird, die man braucht, okay.
Aber ich würde nicht auf den Außenfilter oder auf den Filter bauen für die Strömung. Da würde ich immer mit einer separaten Strömungspumpe arbeiten. Ja, das ist in meinen Augen fatal, da den Filter für die Strömung ranzuziehen. Naturblock, Futterautomat besser, nur mit Granulat oder gar nichts. Füttern ist für 2 bis 3 Wochen kein Problem, wenn keine Jungfische da sind. Ja, stimmt, genau. Der Mick, hallo Joachim, mein Wasser läuft über eine Entkalkungsanlage, bevor es durch die Osmose läuft. Ist das ein Problem? Nein, das sollte normalerweise kein Problem sein, weil die Osmoseanlage ja die Werte fast bis auf Null runterzieht. Von daher kannst du ja dann aufhärten wieder, wie du Bock hast. Aber aus einer Entkalkungsanlage, also aus einer Hausentkalkungsanlage, Wasser direkt für die Aquaristik zu verwenden, geht sehr häufig schief. Ja, also da muss man sehr vorsichtig sein, weil dieses Wasser ist osmotisch, also eine Katastrophe. Ja, da wird Calcium und Magnesium gegen Natrium ausgetauscht und das ist nicht gesund für die Tiere und auch für uns ist das nicht wirklich gesund. Also ich persönlich würde nicht gerne in ein Haus einziehen, in dem eine Hausentkalkungsanlage eingebaut wurde. Ist es möglich, ein Hightech-Aquarium mit sehr anspruchsvollen Pflanzen, Cygnonatus, Tonina, Aerocaulon, ohne Filter zu betreiben? Aber selbstverständlich ist das möglich. Gar kein Problem. Gar kein Problem. Ja? Also gerade diese meisten sogenannten Hightech-Aquarien sind eigentlich, ich sag jetzt einfach mal Aquascaper-Aquarien, sind ja meistens so gut wie gar nicht besetzt, bestückt mit Fischen oder irgendwas. Da ist ja fast nichts drin. Die Frage ist, wofür ist denn dann der Filter gut? Was soll der tun? Ja, keine Schadstoffe umbauen? Wenn er keine Schadstoffe oder fast keine Schadstoffe umzubauen hat, dann baut er Nährstoffe für Pflanzen um. Und zwar in eine Form, die Pflanzen nur mit höchstem Energieeinsatz wieder verwerten können. Ja, das bedeutet einfach, dass du da völlig daneben liegst mit deiner Filterung. Die ist völlig unnötig. Gerade wenn in einem Pflanzen, also stark pflanzenorientierten Aquarium, wenn da nur ein paar Fischchen sind, ist alleine das, was die Pflanzen an Nährstoffen rausziehen, mehr als das, was die Fische an Schadstoffen oder Nährstoffen für die Pflanzen produzieren. Ja, kommt natürlich auf die Futtermenge an. Ne, worauf vorausgeht, so führt das überhaupt. Ne, aber wie gesagt, überhaupt kein Problem. Ne. Und dann halt in anderer Form, also mit einer Strömungspumpe oder mit einem leeren Filter für Strömung sorgen. Mick, danke dir. Ihr macht das super, finde ich. Ja, danke schön. Mel, frohe Weihnachten, guten Abend. Ja, danke schön. Der Hans. So, jetzt mal kurze Pause. Noch die Tasten auf Joachim und Fabian. Also hoch die Tasten auf Fabian und Joachim. Das hier ist der beste Kanal zum Thema Aquaristik. Also Prost. Und jetzt alle auf Like klicken. Ja, das höre ich natürlich gern. Das tut gut, wenn das mal so gesagt wird. Ob das jetzt stimmt, müsst ihr beurteilen. Aber letztendlich ist es so, dass man das also wirklich sehr gerne hört. Und das tut so gut. Weil, ich sag mal, der Aufwand, den ich hier betreibe, oder beziehungsweise mein Wissen, das ich über viele, viele, viele Jahre angeeignet habe, wird hier natürlich nicht annähernd gewürdigt, also ich sag mal finanziell gewürdigt, wie es eigentlich sein könnte, müsste, dürfte, sollte, wie auch immer. Da ist natürlich sowas dann zumindest ein Lohn, der psychisch gut tut. Der Mike, kannst du mir mal einen Maximalbeispielbesatz für ein Gesellschaftsbecken 160 x 60 x 70 vorschlagen? Nein, kann ich nicht. Kann ich einfach nicht. Das kommt auf dein Becken selbst an, auf dein Setup kommt es an, auf deine Pflanzenbestückung kommt es an, auf deine Beleuchtung, wie die Pflanzen die Nährstoffe verwerten und wie hoch dein Bodengrund ist und was für eine Filterung dran hast, ob du eine Filterung dran hast. Das geht nicht, das kann man so pauschal nicht sagen. Ja, ich sag mal, ich orientiere mich, also wenn ich Empfehlungen ausgebe, dann eher an dieser 1 Zentimeter Fisch pro Liter Wasserregel. Ja, wobei die jetzt natürlich auch nicht für Diskus gilt. Ja.
also 1 Zentimeter ausgewachsenem Fisch pro Liter Aquarium Wasser. Ja. Das ist eine Regel, da kannst du nichts falsch mitmachen. Da kommt es eher zu Unterbesatz als zu Überbesatz. Und wie gesagt, kann man so pauschal als Faustregel in den Raum stellen. Pavel, hi Joachim, habe schon dein Video zu Fadenalgen und Filterströmung gesehen. Ich habe ein 180 Liter Becken mit 20 Milligramm CO2, 15 Milligramm NO3, 0,1 PO4, ausreichend Beleuchtung und trotzdem Fadenalgen, verstehe nichts. Da bin ich ziemlich sicher, dass dein Aquarium zwangsgefiltert ist. Das heißt, das Aquarium, da ist ein Filter angeschlossen, wo das Wasser zwangsweise durch ein Filtermaterial gezogen wird. Und aber ich sag mal, die Filterung für das Becken einfach zu hoch ausgerichtet ist. Ja, da entsteht genau das Problem. Und da habe ich also ein Video zugemacht. Das heißt, warum wachsen meine Pflanzen nicht oder warum ja irgendwie so in dem Dreh. Ich weiß nicht, ob Fabian da einen Link zu reinsetzen kann zu dem Video. Oder warum wollen meine Pflanzen nicht wachsen? Irgendwie so in der Art sieht das aus. Na, also das würde ich dir mal empfehlen, dass du dir das mal reinziehst. So, der Lutz. Natürlich ist der Bonsai fürs Aquarium. Also was für ein Moos empfiehlst du mir zum Aufbinden? Größe des Bonsais ist SM. Passt das für ein 30 Liter Becken mit Kanälen? Danke, Lutz. Ja, 30 Liter Becken, SM. SM ist jetzt bei diesen Dingern, ich habe so diese Bonsais selber noch nicht gehalten oder beziehungsweise nicht gehabt und habe mit dieser Größendimension von SM, da habe ich jetzt überhaupt keinen Bezug zu. Deswegen sagt mir das jetzt gar nichts. Aber ich gehe mal davon aus, dass es ins Becken reinpasst. Ja, und dann kannst du natürlich da alles Mögliche an Moos aufbinden. Was natürlich nicht fest wächst, ist Richia. Ist ja auch eigentlich kein, ja, irgendwo. Richia wächst nicht fest. Was wächst noch nicht fest? Weiß ich jetzt nicht. Aber ich sag mal so, diese klassischen Arten wie Weeping Moss, also dieses Trauerweidenmoos und Christmas Moss und Java Moos und wie heißt das da? Ich habe die ganzen Namen nicht parat. Also da gibt es so viele Moose, die du da verwenden kannst. Ich würde aber die Moose nicht mischen. Ja, du solltest dich da auf ein Moos konzentrieren und dieses eine Moos auch für diesen Bonsai verwenden und kein anderes zusätzlich. Ja, und damit erreichst du natürlich die besten Effekte. Ja, also ich zum Beispiel finde Weeping Moss oder Christmas Moss dafür einfach nur genial. Der Hans, Joachim trinkt bestimmt wieder rosarotes Jobballwasser. Ja, stimmt genau, weiß ich nicht. Kann man das sehen? Ja, ohne dass ich schlabber. Ja, genau, sieht man. Ne? Das rosarote Jobballwasser mit Kirschgeschmack. Fabi sagt absolut richtig, Alkohol trinken wir beide nicht, deswegen fällt das immer weg. Ja, Fabi trinkt wirklich keinen Alkohol. Ich bin kein Trinker, ja, also, aber ich trinke also ganz gerne hin und wieder mal ein Schlückchen Wein. Oder jetzt zur Weihnachtszeit habe ich mir auch zwei Flaschen, sag schon, Christkindl-Dings da, hier ihr wisst schon, was ich meine, gegönnt. Ja, und wenn ich so auf 3-4 Flaschen Wein im Jahr komme, dann ist das viel. Also bei mir wird Bier schlecht. Also da hat, in der Weise hat Fabi schon recht. Mel Green, hi Joachim, ich habe braune Cyanos auf den Pflanzen. Wie störe ich die am besten? Ja, da gehst du natürlich am besten hin und braune Cyanos? Braune Cyanos, also Cyanos sind so blau-grün meistens. Aber am besten halt absaugen, ne? Also beim Wasserwechsel mit Absaugen direkt. Und halt die EMs, also die
die effektiven Mikroorganismen ins Wasser geben, regelmäßig, also ruhig öfter. Schaden tun die nicht. Auf jeden Fall auch unten in der Videobeschreibung findest du den Link zu meinem Amazon Store. Und da sind die effektiven Mikroorganismen drin. Und da ist auch ein Kommentar drin, wie die dosiert werden sollten. Und wie gesagt, wichtig ist eben Konkurrenzsituation schaffen, Bodengrund aufwirbeln, dass der Mulm auch mal rauskommt und sich auf die Flächen legt, wo diese Cyanos sich verstärkt aufhalten, um da einfach eben, wie gesagt, die Konkurrenzsituation zu schaffen. Der Christian, hallo Achim, was hältst du von Algiziden, wie zum Beispiel Algostop, Depot von Tetra? Können diese gefährlich werden? Also ich halte von Algiziden überhaupt gar nichts. Ja, das ist Chemie und die hat meines Erachtens im Aquarium überhaupt nichts zu suchen. Algen haben immer einen Grund und es gilt, diesen Grund herauszufinden und genau diesen Grund zu beseitigen. Ja, also mit Algiziden ist das allenfalls eine Symptombekämpfung. Das heißt, du änderst ja am Aquarium nichts. Ne? Also auch die Voraussetzungen, die für diese Algen da sind. Ja? Also das, was die Algen mögen und was die Algen verursacht hat, beseitigst du mit Algiziden ja eben nicht. Ja, damit kann, wenn das Aquarium sich von dieser Algenmittelbehandlung wieder erholt hat, was also durchaus Ewigkeiten dauern kann, dann kriegst du den ganzen Mist nämlich wieder. Ja, das bringt doch nichts. Also wichtig ist, die Ursache der Algen zu ergründen und dann die Ursache zu beseitigen. Ja? Und halt häufig ist das halt eine Sache, die mit den biologischen Verhältnissen im Aquarium zusammenhängt und oder mit Nährstoff, also mit Mangelsituationen. Ja? Die sind halt auch häufig für Algenprobleme verantwortlich. Ja? Und das gilt es halt zu finden, den Grund und diesen Grund eben zu beseitigen. Der Malte, Fütterung von einem Better mit 15 Neons. Finde ich nicht gut, dass du Betters mit Neons füttern willst. Das Futter sinkt auf den Grund und keiner geht mehr dran. Woher weiß ich, wie viel genug ist? Ja, indem du Futter nimmst, was deine Fische auch fressen. Ich würde es damit eventuell mit Frostfutter versuchen, kleine Mengen. Und die kannst du dann auch besser mit der Pinzette so vor dem Kampffisch rumwedeln. Also ich persönlich mag Granulatfutter sowieso nicht besonders. Ich habe es jetzt hier, verwende es jetzt hier, weil ich da gerade halt eine Probe hatte. Aber ansonsten würde ich also eher Frostfutter nehmen, gerade beim Better. Also da kannst du mit Frostfutter fast nichts falsch machen. Und da kannst du dann halt ein bisschen was füttern. Also du solltest nicht so viel füttern, dass der Better eine dicke Wampe kriegt. Das ist definitiv zu viel. Und das manifestiert sich und das geht zulasten der Lebenserwartung der Tiere. Also du musst auch nicht jeden Tag füttern. Also wenn du ein, zwei Fastentage die Woche einlegst, tut das den Fischen sehr gut. Ja. Also wie gesagt, also die brauchen nicht so viel Futter, dass sie eine Wampe kriegen. Gerade beim Better ist das überhaupt nicht gut. So, der Daniel. Joachim, was passiert mit Fischen, die im Handel nicht verkauft werden? Es wurde gesagt, dass die immer nur ein bis zwei Wochen im Laden sind. Das ist ja eine interessante Information, da habe ich noch nie was von gehört. Also ich habe sowas nie gemacht. Und ich kenne auch niemanden, der so eine Praxis hat. Also das halte ich auch für nicht so ganz wirklich sinnvoll. Ja, die Fische sind das Kapital des Händlers. Und ein Fisch, der nicht verkauft wird, der wird dann halt vielleicht in drei Wochen oder in vier Wochen oder in zwei Monaten verkauft. Ja, das spielt doch keine Rolle. Ja, also ein gut geführter Laden hat auch gesunde und gut ernährte Fische. Ja, und es gibt natürlich auch Geschäfte, die füttern ihre Fische überhaupt nicht. Die gehen davon aus, dass der Fisch, oder die sagen sich, der Fisch soll gefälligst beim Kunden gefüttert werden. Meine Aufgabe ist nicht, die Fische zu füttern, sondern nur hier zwischenzuhältern, bis jemand die gekauft hat. Halte ich für völlig daneben. Gibt es aber.
Und kann natürlich sein, dass die Fische da diese ein, zwei Wochen nicht überleben. Das ist eine andere Geschichte. Aber ansonsten, also, dass die Fische da in irgendeiner Form entsorgt werden nach zwei Wochen, halte ich für, also für ziemlich daneben. Also falsch, die Information habe ich auch noch nie von gehört, dass jemand sowas macht. Allerdings muss ich also auch zugeben, ich habe in meinem ersten kleinen Geschäft hatte ich ein Aquarium mit Piranhas. Und da habe ich Fische, wo ich wusste, oder die ich von, ich sag mal, von privat angenommen habe, und wo ich wusste, die finden in 100 Jahren keine Abnehmer und die blockieren mir ein Becken, die habe ich auch schon mal bei den Piranhas mit reingesetzt. Ja, aber manchmal auch habe ich da so das eine oder andere Wunder erlebt, dass so ein, bei solchen Piranhas, dass da so ein kleiner Fisch gesagt hat, Piranhas, ihr geht mir nicht ans Futter. Wenn ich satt gehen darf, dürft ihr. Ja, habe ich auch erlebt. Ne? Also von daher, da erlebt man also wirklich tolle Sachen. Zu der Zeit war es auch noch erlaubt, Wirbeltiere lebend zu verfüttern. Ja, also heute darf man das nicht mehr, aber früher war das noch erlaubt. Lungarus, wie kann ich feststellen, ob die Strömung in meinem 26-Liter-Becken für meine Blue Dream Garnelen zu stark oder zu schwach ist? Ich glaube, dass die Garnelen mit Strömung relativ wenig Probleme haben. Ja, und also zu schwach kann es nicht sein. Also den Garnelen ist es egal, ob das Wasser bewegt wird oder nicht. Und zu stark beim 26-Liter-Becken, wenn das zu stark wird, dann spritzt es aus dem Becken raus. Aber ich sag mal, man kann natürlich auch übertreiben. Ne? Also wozu extreme Strömung reinmachen, nur um da einen Test zu machen, weiß ich nicht. Ne? Und ich wüsste keinen Grund, warum man ansonsten zu viel Strömung im Becken haben könnte überhaupt. Ja, also was man da tun muss. Also entweder man hat dann viel, viel, viel zu starken Filter am Aquarium angeschlossen. Ja, das ist sowieso völlig daneben. Und ansonsten sehe ich irgendwo keine Möglichkeit, warum sollte ein Becken mit so viel Strömung, ein 26-Liter-Becken mit so viel Strömung besetzt bestückt sein, sehe ich irgendwo nicht. Mick, danke für deine Antwort. Schönen Abend noch. Ja, gern. So, jetzt scroll ich aber mal nach ganz unten. Haben wir mal wieder ein paar Leute, die wir nicht haben wollen. Ah, das Ding zu dem, meine Pflanzen wachsen nicht. Das Video hat Fabi reingestellt. So. Daniel Zische, zum Thema Cyanobakterien habe ich die Erfahrung gemacht, dass sie keine Strömung und ständiges Entfernen mit zum Beispiel einer Zahnbürste nicht und dann weggehen. Ja, ich sag mal, wie du die letztendlich wegbekommen hast, spielt keine Rolle. Hauptsache, die sind weg. Ja, also das ist schon wichtig. Und da führen wahrscheinlich viele Wege zum Ziel. Aber wie gesagt, meine Erfahrung ist halt, beseitigen, soweit es geht. Stören, soweit möglich, und das hilft also häufig. Ja. Und wenn man keine Geduld hat mit viel Wasserwechsel, kann man da auch nachhelfen. Welche Art von Strömung würdest du für ein filterloses Betabecken empfehlen? Ja, ich würde eventuell nur einen kleinen Ausströmer reinhängen oder einen kleinen Luftheber einbauen, ohne Filter, also nur reinen Luftheber. Und das reicht völlig aus. Ja, also der für den Beta, also der kommt in der Regel nicht aus stark bewegtem Wasser. Ja, also der kommt meistens von irgendwelchen Reisfeldern oder irgendwelchen Tümpelchen oder aus Ruhigwasserzonen von Bachläufen, also irgendwelche toten Seitenärme oder ähnliches. Ja, also der braucht oder der will auch keine starke Strömung. Naturblog. Schon an solchen Videostreams ist die Gemeinschaft, dass man nicht ganz alleine ist. Der Informationsteil ist heute wesentlich besser als früher.
Außerdem ist es gute Unterhaltung, weiter so. Ja, freut mich sehr, sehe ich auch so. Es macht also unheimlich Spaß. Ja, und an der Stelle kann ich das ja auch nochmal sagen. Also ich habe hier eine ganz tolle Community und ohne diese Community würde ich natürlich hier auch nichts leisten können. Also ich bin also echt geflasht, was hier abgeht. Ja, also Freunde, ich bin echt stolz auf euch. Pavel, danke für die Antwort. Ich werde mir das Video nochmal anschauen. Schönen Abend. Ja, Pavel. So. Der Hans, rotes Jopperlwasser gleich Backboard links. Musst du mir erklären. Kann ich nichts mit anfangen, Hans. Der Dimitri. Hallo, kann man Otter bei Aquaristik nehmen? Ja, ich glaube, das ist keine ernst gemeinte Frage. So. Lecker Zeugs. Meine Cyanos sind schwarz. Oh, auch nicht schlecht. Das ist natürlich schon extrem. Also richtig schwarz, das habe ich selten gesehen. Das ist ein harter Fall. Ja, ich meine, mehr als ich bis jetzt schon gesagt habe, kann ich dazu jetzt auch nicht sagen. Wichtig ist halt immer beseitigen, stören, Konkurrenz schaffen. Ricarda, ich finde euren Kanal auch hervorragend. Du begründest deine Aussagen, sodass jeder deine Argumentation nachvollziehen kann. Woher kommt deiner Meinung nach der Mythos zur Kampffischhaltung? Woher der kommt? Ja, das kann ich dir nicht sagen. Aber ich glaube, ich muss dir nicht sagen, dass es immer Leute gibt, die irgendwelche verdrehten Meinungen haben und dann auch ein gewisses, ich sag mal, Führungspotenzial, also Überzeugungskraft besitzen, um diese Informationen also auch zu verbreiten. Und ich meine, guck dir unsere Geschichte an, ja, da haben wir ja genug von. Ja, und so wird das hier auch, die gleichen Mechanismen werden hier auch zutreffen. Ja, und was soll ich dazu sagen? Ich habe keine Ahnung. Ich habe sie nicht in die Welt gesetzt und wüsste auch nicht, wo die jetzt herkommen. Ne? Mel Green, okay, die habe ich schon über deinen Link bestellt und drin, dann heißt es jetzt Geduld haben. Danke dir. Ja, was anderes kannst du halt nicht machen, ne? Der Hans, rotes Jopperlwasser gleich Backboard links, grünes Jopperl. Ach so. So meinst du. Aber was das mit Wasser zu tun hat, weiß ich ja nicht. Ich kenne das nur mit Lampen. Der Peter Pan, kann ich normales Speisesalz verwenden, um Salzwasser für meine Fische zu erzeugen? Glaube nicht, dass es richtig war, was ich gemacht habe. Nein, kannst du nicht. Das solltest du auf keinen Fall tun. Investier die paar Euros und kauf dir mehr Salz für die Meerwasseraquaristik im Zoogeschäft. Ja, was anderes solltest du nicht tun. Also reines, also Speisesalz ist zum einen mit Anti-Rieselsubstanzen ausgerüstet, dass das Salz nicht verklebt, dass das nicht zusammenbappt. Also dass es also immer rieselfähig bleibt. Die sind schon alleine ein Problem fürs Aquarium. Und dazu kommt, dass im Speisesalz eben Natriumchlorid ist, sonst nichts. Ja, und im Meerwasser ist Natrium natürlich der Hauptbestandteil, aber eben nur der Hauptbestandteil. Das ist ein großer Teil, sind halt andere Spurenelemente, auch Mengenelemente wie Calcium, Magnesium und andere Stoffe und natürlich viele, viele, viele wichtige Spurenelemente. Ja, die sind also extrem wichtig. Ja, und ohne dem funktioniert das alles nicht. Ne? Und deswegen, also mit Speisesalz kannst du höchstens mal in dein Süßwasser-Aquarium tun, um zum Beispiel, was weiß ich, für Mollis oder Segelkerflinge das Wasser ein bisschen aufzuhärten. Aber auch selbst da halte ich Speisesalz schon für bedenklich. So. Ich
weiß nicht, was das für Leute sind, die Fabi da blockiert. Also wenn das, Fabi, wenn das Trolle sind, dann bitte nicht nur begrenzt blockieren, sondern richtig blockieren. Hakuna Matata Abend. Ja, schönen guten Abend. Florian, gibt es biologisches Filtermaterial, das mir keine Nährstoffe für Pflanzen wegzieht? Hatte am Anfang Siporax im Filter. Nach Algenproblemen habe ich Siporax gegen eine zweite Filtermatte getauscht. Jedes zwangsdurchströmte Filtermaterial ist in irgendeiner Form eine Nährstofffalle. Jedes. Ja, da ist, das ist egal, ob Siporax ist oder Filterwatte oder Filterschwamm. Jedes Filtermaterial, das zwangsdurchströmt ist, entzieht dem Wasser Nährstoffe für Pflanzen. Das siehst du einfach daran, dass sich das Wasser, das Filtermaterial mit der Zeit, dass es verschlammt und dass es eine andere Farbe annimmt. Ja, daran siehst du es allein. Ja, also da ist zu überlegen, ob dein ganzes Filterkonzept überhaupt passend ist für deine Pflanzen oder für deine Verhältnisse. Ja, also es gibt sehr, sehr viele Aquarien, die keinen Filter brauchen. Und da würde ich einfach mal drüber nachdenken. Guck dir mal die Videos, meine Videos zur filterlosen Aquaristik an oder also wo auch Diffusionsfilter Light mit dran steht. Und da findest du mit Sicherheit einige interessante Informationen. So. Der Arthur, soll ich von meinem stark gedrosselten Filter Aquarell FZN2 Vollfilterschwamm entfernen? Ja, was soll ich jetzt dazu sagen? Das kann ich jetzt auch so pauschal nicht beantworten. Kommt drauf an, was du in dem Aquarium drin hast. Ja, wenn du da junge Garnelen drin hast oder Jungfische drin pflegst, ja, dann kann unter Umständen der Vorfilterschwamm die Lösung dafür sein, dass die Tiere nicht eingesaugt werden. Oder du tauschst den aus gegen den sogenannten Filterguard, findest du ja auch unten in meinem Amazon-Store, in der Videobeschreibung. Also entweder Vorfilterschwamm dann oder ein Filterguard. Oder du entfernst ihn, wenn eben diese Problematik nicht besteht. Ja, also wenn keine Jungfische drin sind oder keine Junggarnelen aufgezogen werden sollen. Na, das musst du selbst entscheiden. Lungarus, welches Futter würdest du für Guppies nehmen? Habe jetzt so Flockenfutter und gelegentlich mal Frostfutter. Ja, ist okay. Ja, also solange du da nicht irgendwelches Billigfutter kaufst, ne, dann ansonsten sind heute die meisten Futtermittel also ganz akzeptabel. Wenn du wirklich was richtig Gutes machen willst, dann guckst du unten mal in meinem Amazon-Store unter Futter. Da findest du naturorientierte, wie heißen die, Organics, glaube ich. Die sind also wirklich sehr gute Futtermittel. Sind auch ein bisschen teurer, aber das ist wirklich vom Allerfeinsten. Na, da sind jetzt auch nicht irgendwelche Geschmacksverstärker drin. Und gut, es kann natürlich auch im ersten Moment sein, dass also manche Fische das jetzt nicht so spontan annehmen, weil eben diese Geschmacksverstärker fehlen. Das ist nun mal der Nachteil bei, wenn man also da wirklich auf Biologie oder auf biologisch gesundes Futter achtest. Ne, da ist, kann passieren, aber wie gesagt, in der Regel gehen die Fische natürlich dran und spätestens, wenn sie Kohldampf fahren. Der Daniel, danke Joachim, habe es irgendwie irgendwo aufgeschnappt, dass Fische nur 2 Wochen im Laden sind. Weiß gar nicht mehr wo, habe mich nur gefragt, wo die dann hinkommen vom Töten, hat zum Glück niemand was gesagt. Ja, aber wie gesagt, das ist, wer sowas behauptet, wie gesagt, habe ich auch noch nie gehört. Also, das ist absoluter Unfug. Der Hans, das kommt aus der Schifffahrt. Das sind die Farben der Positionslichter bei Schiffen, rot, links, rechts, ist grün. Nur ein kleiner Abstecher in die Schifffahrt hat auch mit Wasser zu tun. Das stimmt. Ja, ich meine, das mit den Lichtern kenne ich natürlich. Ne? Ich meine, ich bin kein Schiffer oder sowas. Und also deswegen ist mir jetzt auch, kann ich jetzt auch nicht auch sagen, ob rot links ist und grün rechts, das ist mir auch, geht mir ein bisschen am Arsch vorbei. Sei mir nicht böse, aber ich habe da nichts mit zu schaffen. Ja, aber was das jetzt mit dem
mit dem Wasser. Ich dachte, du meinst hier mein Getränk. Leute, ey, wir sind noch unter 100 Likes. Das geht doch gar nicht. Und 4 Dislikes. Ich habe wieder viel Scheiße erzählt, wahrscheinlich. Die, der Arne. Guten Abend. Warum sind im Meerwasser die Zyanos rot? Warum ist die Banane krumm? Ja, weiß ich nicht. Kann ich dir nicht beantworten. Gute Frage. Hat einer vergessen, den Blau anzustreichen? Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Hey, guten Abend allerseits. Hallo. Der Oliver, wie bekomme ich dein Eisenpulver in ein laufendes Aquarium unter meine Pflanzen? Ja, im laufenden Aquarium wird es schwierig. Das sehe ich nicht. Ja, also, du könntest unter Umständen etwas von diesem Eisenpulver aufschlemmen und das mit so einer Spritze mit stumpfer Kanüle. Müsstest du eigentlich auch im Amazon-Shop finden unten. Kannst du dann eventuell ganz unten an den Boden ein bisschen drücken. Sehe ich im Moment die einzige Möglichkeit, das zu verwirklichen. Hans, das hat mit deinem Getränk zu tun. Gut, muss ich nicht verstehen, aber vielleicht erklärst du mir das ja mal bei Gelegenheit. Der Daniel, wie kann man Stendka-Diskus auf ein anderes Futter umgewöhnen? Was würdest du empfehlen? Ja. Was soll ich dazu sagen? Für mich sind Stendka-Diskus absolut indiskutabel. Für mich sind das Fische, die schwer vorgeschädigt sind, weil die also mit Rinderherz aufgezogen werden. Die werden also quasi gemästet und das kann es irgendwo nicht sein. Okay. Was wollte ich denn da? Ja, also du kannst im Prinzip nur versuchen, wenn du mehrere Diskus hast, dass du da auf Futterneid setzt und immer wieder anderes Futter anbietest. Und unter Umständen dieses Rinderherzfutter, dass du einfach mal da anderes Futter mit drunter mischt. Oder ich weiß nicht, ob du mehrmals am Tag fütterst, du solltest dann, wenn die Tiere am meisten Hunger haben, das ist in der Regel morgens, einfach ein ganz anderes Futter füttern, das, was du verfüttern möchtest. Und dann, wenn du Angst hast, dass die Fische dir verhungern, dann gibst du halt abends nochmal eine kleine Menge von diesem komischen Rinderherzzeug. Ja, soweit ich das weiß, ich meine, ich habe selber noch keinen Stendka-Diskus gehalten und habe das auch nicht vor. Also, was ich bis jetzt gehört habe, ist es einfach so, dass die Diskus von dem Stendka, dass die sich also extrem schwer damit tun, sich an anderes Futter gewöhnen zu lassen. Also da muss man hartnäckig sein und einfach dabei bleiben oder auch indem man einfach sagt, so, jetzt gibt es eine Weile überhaupt keins von diesem Golden Heart oder wie das Zeug heißt. Völlig, völlig überteuertes, minderwertiges Futter. Und einfach den Fischen das füttern, was sie haben sollen. Ja, und man bricht das einfach erst dann ab, wenn man sieht, die Tiere haben massiv abgenommen. Aber ansonsten sollte man da wirklich hartnäckig bleiben. Und irgendwann, ich wüsste jetzt niemanden, bei dem es nicht letztendlich doch funktioniert hätte. Ja, also kein Tier verhungert freiwillig bei vollen Futternäpfen. Halle, was für Pflanzen empfiehlst du für asiatische Kampffische? Ja, eigentlich alles. Da kannst du reinsetzen, was du willst. Was du auf jeden Fall mit reinsetzen solltest, sind Schwimmpflanzen oder Lotus oder was auch immer, was also schwimmende Blätter treibt. Und ansonsten ist da die Wahl offen. Ja, alles, was also jetzt auch nicht zu Licht empfindet, also nicht zu viel Licht braucht, weil unter den Schwimmpflanzen wird nicht ganz so viel Licht sein oder
solltest du jetzt natürlich nicht die empfindlichsten Pflanzen nehmen, also die, die extrem viel Licht brauchen. Ne? Also alles, was im mittleren oder niedrigen Anspruchsbedarf liegt, kannst du da locker verwenden. David, Abend Joachim. Dann, schönen Abend, also Abend David. Florian, Frage war limitiert auf 200 Zeichen. Vielen lieben Dank, toller Stream. Dankeschön. Naturblock, meine ganzen kleinen Nanofilter, ich nur mit Filterwatte, mit Hang-On, um Schmutz zu entfernen. Die Biologie soll wie im Meerwasser im Becken stattfinden. Also es gibt kein Filtermaterial, das Siedlungsfläche bietet für Bakterien, das nicht schon innerhalb kürzester Zeit besiedelt wird. Ja, also die Besiedlung findet innerhalb kürzester Zeit statt. Ja, also ich rechne da in weniger als einer halben Stunde geht das los, die Erstbesiedlung. Und das wird dann halt, je nachdem wie gesund das Aquarium ist, geht das unter Umständen ratzifatzi. Ja, deswegen, also es gibt kein Filtermaterial, das nicht biologisch arbeitet. Wie gesagt, einzige Ausnahme, die ich da sehe, sind die Fließfilter. Und auch die irgendwo haben eine gewisse biologische Wirkung, aber die ist echt zu vernachlässigen. Aber ansonsten gibt es kein Filtermaterial, das nur mechanisch arbeitet. Die wird einfach nicht. Ja, also deswegen ist, das kann man sich zwar denken, so viel man will, aber es ist einfach nicht so. Ne? Der David, Frage, kann man einen Filter zu groß dimensionieren? Zum Beispiel, wenn ich ein Extrabecken nebendran stelle mit nicht zwangsdurchfluteten Filtermatten, oder kann man ihn theoretisch unendlich groß machen? Also ich sag mal, ein Filtermaterial, was nicht zwangsweise durchströmt wird, ja, also ich sag jetzt mal Diffusionsfilter oder auch Diffusionsfilter Light. Ja, wenn wir davon sprechen, oder extrem langsam durchströmtes Filtermaterial, also wirklich extrem langsam, dann kann der Filter nicht groß genug sein oder nicht zu groß. Groß genug schon, aber nicht zu groß. Weil die Biofilme siedeln sich halt nur in der Menge an oder in der Konzentration an, die auch benötigt wird. Also da gibt es eben nicht, da ist es eben nicht so, dass die Biofilme um jeden Preis die Flächen besiedeln. Es ist einfach nur, je länger das Wasser mit diesen Biofilmen in Kontakt kommt, umso besser funktioniert auch die Filterung. Ja, das geht eben so weit, bis halt das Wasser besser ist als das, was aus der Leitung kommt. Ja, oder zumindest gleichwertig. Ja, und das, was man halt auch für einen Wasserwechsel benutzt. Ja, also das ist das ist eigentlich die Voraussetzung. Deotora, hallo, wir haben Zwerggarnelen nach Tröpfchenmethode in 27 Liter Nanocube eingesetzt. Die Werte sollen passen, aber die Garnelen schwimmen noch immer sehr unruhig hin und her. Ist es normal? Also, wahrscheinlich kennst du das Paarungsschwimmen von Garnelen. Ja, das sind dann eben hauptsächlich die Männchen, die dann im Becken rastlos umherschwirren. Und du denkst, die haben eine Marmel. Das ist halt, wenn ein Weibchen eine weibliche Garnele signalisiert, pass mal auf, ich bin jetzt, ich häute mich gleich oder innerhalb der Nacht, und dann sind meine Laichkörner, also meine Eier, wollen dann befruchtet werden, dann gibt das Weibchen Pheromone ans Wasser ab, und diese Pheromone sorgen halt dann dafür, dass die Männchen völlig am Rad drehen. Ja, beobachte das einfach. Wenn das über mehrere Tage läuft, so, dann könnte was nicht stimmen. Dann solltest du einfach mal überlegen, ob dein Becken biologisch wirklich in Ordnung ist. Na, das ist dann, könnte dann also auch ein Problem sein. Dann könnte es auch zum Problem werden, dass unter Umständen Garnelen aus dem Wasser rausspringen, aus dem Wasser rausklettern. Ja, das funktioniert eigentlich oder passiert eigentlich nur, wenn die Becken biologisch irgendwo einen Grenzfall darstellen, also nicht ganz korrekt arbeiten.
Der Kudi-Uwe. Hallo Achim. Joachim, hallo, schöne Weihnachten. Ja, danke schön. Sind ja gleich vorbei in etwas über 2 Stunden. Olex, was kann man machen, wenn die Pflanzen alle Blätter verlieren? Also es gibt verschiedene Gründe, warum Pflanzen ihre Blätter verlieren. Erstens, das ist der weitaus häufigste Grund, wenn du Pflanzen frisch kaufst, vornehmlich Stängelpflanzen, dann ist es so, dass also, ich sag mal, weit über 90% aller Pflanzen, also Emers, in den Wasserpflanzengärtnereien kultiviert werden. Emers bedeutet eben außerhalb des Wassers. Und diese emerse Form dieser Pflanzen ist nicht unterwasserfähig in den meisten Fällen. Ja. Also das heißt, die Pflanze muss sich umstellen auf die Unterwasserform. Und das bedeutet, dass diese Überwasserblätter abgeworfen werden, über kurz oder lang. Ja, das passiert in der Regel so innerhalb der ersten 2 Wochen. Und dann, solange aber der Blattstiel, solange der gesund ist und nicht auch matschig wird, solange besteht Hoffnung, dass sich eben wieder Unterwasserblätter bilden. Also auf keinen Fall dann wegwerfen, ne? Einfach abwarten und gucken, was passiert. Es ist natürlich auch so, dass wenn Pflanzen zum Beispiel zu dicht gesetzt werden, ja, und im unteren Bereich kein Licht hinkommt, dann wirft die Pflanze die überflüssigen, das sind ja dann in dem Falle überflüssige Blätter, wirft die ab, um quasi dafür zu sorgen, dass sie nicht unnötige Energie in sinnloses Blattmaterial investiert. Ja, das ist einfach nur eine völlig normale Situation. Und dann besteht natürlich auch noch theoretisch die Möglichkeit, was heißt theoretisch, also praktisch durchaus, und gar nicht mal so selten, dass in Aquarien, die viel zu stark gefiltert werden, dass die Pflanzen nicht richtig wachsen und dann auch quasi aus den gleichen Gründen, wie ich gerade schon geschildert habe, also dann auch die Blätter abwerfen. Und irgendwie versuchen, noch ein bisschen zu überleben. Meistens werden die Blätter aber dann immer heller und irgendwann die Pflanzen werden immer kleiner und irgendwann verschwinden die auch. Ja, also das ist dann halt ein Zeichen dafür, dass dein Aquarium biologisch eben nicht auf die Pflanzen ausgerichtet ist. Ja, ich sag mal, das sind jetzt die Möglichkeiten, die mir da einfallen. Was für dich in Frage kommen könnte, das musst du wahrscheinlich eher beurteilen können als ich. Underdog, hey Joachim, hey Fabian, lasst euch nicht von Trollen und Dislikes ärgern. Das wird es immer geben, ihr macht einen super Job. Ja, danke schön. Nee, da habe ich auch einen kalten Arsch. Solange das jetzt nicht überhand nimmt, solange ich trotzdem eure Likes kriege, dann passt das. Aber trotzdem auf jeden Fall Dankeschön. Der Hans, gibt es in Süddeutschland oder Österreich gute Züchter für Schmetterlingsbuntbarsche? Im Handel will ich diese armen, krank gezüchteten Tiere nicht mehr kaufen. Kennt die Community hier jemanden? Mal ganz ehrlich, Hans, der Handel bekommt seine Tiere auch von Züchtern, beziehungsweise über den Großhandel, der sie dann wieder von Züchtern bekommt. Ich habe eine Zeit lang ja auch bei einem befreundeten Großhändler gearbeitet. Und der hatte diverse Züchter für diverse Fische, unter anderem auch für Schmetterlingsbuntbarsche. Ja, also da ist es eben so, dass eben der Handel oder auch der Großhandel seine Fische nicht grundsätzlich aus irgendwelchen asiatischen Massenzuchten bekommt, sondern guckt dir die Tiere an, guckst sie dir auch im Handel an und beobachtet sie über mehrere Tage und eventuell auch Wochen. Ja, du siehst ja dann, was in den Becken passiert. Wenn die Fische Farbe zeigen, wenn die Fische anfangen, Paare zu bilden, dann kannst du eigentlich relativ sicher sein, dass es denen gut geht. Und das ist beim Züchter genau das Gleiche. Ja, wenn du beim Züchter musst, dem musst du auch vertrauen. Ja, und ich sag mal, ich behaupte als Händler, ich kenne mindestens genauso viele unseriöse Händler wie seriöse unseriöse Züchter wie seriöse Züchter. Ja, also
Das ist im Handel weniger der Fall. Ja. Also im Handel gibt es viel weniger unseriöse Händler als seriöse. So sehe ich das einfach. Ja. Also der Handel ist stationär, das heißt, er hat seine laufenden Kosten, und wenn der seine Kunden alle übers Ohr hauen würde, das würde sich rumsprechen, dann wäre er ratzfatz pleite. Ja. Also von daher, das muss man auch mal so sehen. Ja. Aber wie gesagt, ob da bei dir in der Nähe was ist, das kann ich natürlich nicht beurteilen. Ich meine, vielleicht kennt hier jemanden. Aber wie gesagt, ich würde da durchaus dem Handel eine Chance geben. Aber es liegt an dir, gute Tiere zu bekommen. Ja, du musst dir die Tiere angucken und musst das entscheiden letztendlich. Ja. Also da einfach blind irgendeinem Züchter zu vertrauen, da wäre ich also. Also das habe ich längst hinter mir gelassen. Ne? So, Rolle, danke für deine Antwort. Ja, gern. Der Harald, hallo, wie stark soll ich den Außenfilter drosseln, damit das Becken nicht überfiltert ist? Ja, wie soll ich das denn jetzt beurteilen? Ja, das kann ich so nicht beurteilen. Guck dir dein Aquarium an, drosselt jede Woche ein klein bisschen mehr. Und guck einfach, wie sich dein Becken verhält. Wenn du merkst, plötzlich, es fängt an, sich deutlich zu verbessern, die Pflanzen wachsen besser, die Fische zeigen mehr Farben, sind aktiver, Algenprobleme verschwinden und, dann bist du auf dem richtigen Weg. Ja? Solange sich am Aquarium nichts verändert, zum Positiven gesehen, bist du noch nicht da, wo du hin willst. Ne? Oder du gehst einfach hin und sagst so, okay, ich pfeife drauf, ich gehe gleich den richtigen Weg. Und solange das Aquarium nicht hoffnungslos überbesetzt ist, gehe ich hin und rüste das zum Diffusionsfilter Light um. So. Und ich habe ja ein paar Videos auch zur Umrüstung. Und wenn du einen speziellen Filter hast, den du hier bei mir nicht findest, dann sag mir einfach an, dann helfe ich dir bei der Umrüstung. Ne? Gar kein Thema. Naturblock, Joachim, eine Frage habe ich noch. Im Frühjahr Teichfilter animpfen oder einfach einfahren lassen? Ja, womit animpfen? Oder meinst du mit diesen ominösen Bakterienpräparaten? Also das Problem ist einfach, die Teiche, solange sie ja über den Winter nicht stillgelegt waren, haben ja ihre Biologie vorher auch gehabt. Ja, und nur aufgrund der Temperaturen oder wie auch immer, fährt sich die natürliche Besiedlung einfach etwas zurück. Ja, und normal ist es so, wenn das Aquarium bzw. der Teich, wenn die Temperaturen steigen, die Stoffwechselprodukte steigen, die ganzen biologischen Prozesse im Wasser steigen, Blätter anfangen zersetzt zu werden und die Fische wieder anfangen zu fressen, dann steigt natürlich automatisch die Wasserbelastung und entsprechend werden sich auch die Biofilme regenerieren und wieder aufbauen. Ne? Also solange du da nicht massiv eingegriffen hast, brauchst du da nicht viel zu tun. Ja, ich würde einfach dann zusehen, dass du da nicht für eine starke Wasserbelastung sorgst, damit die Biofilme eben auch die Zeit haben, sich da zu regenerieren und nicht, dass dann sich irgendwelche Krankheitserreger da bevorzugt etablieren. Ne? Naturblock, Joachim, eine Frage noch. Das hatten wir gerade. Christian, kann man Guppies im Winter bei 19 bis 20 Grad haben? Ja, kann man. Auf jeden Fall. Der Guppi kann das ab. David, danke für die Antwort. Gibt es für reinen Diffusionsfilter eine Faustformel, um das Minimum festzuhalten, welches Volumen mit 30 ppi Filtermatte benötigt wird für einen gewissen Besatz? Also eine Faustformel, ich sag einfach irgendwo 5-10% des Beckenvolumens als Filtermatte. Da würde ich irgendwo in die Richtung, würde ich denken. Allerdings ist es so, ja, der Diffusionsfilter, also der richtige Diffusionsfilter, der ist ja als Sicherheit auch für höheren Besatz konzipiert. Ja, das heißt, du kannst also mit einem Becken mit Diffusionsfilter kannst du dein Becken auch überbelasten. Ja, du kannst damit also auch unter Umständen deutlich erhöhte Überbesätze gut handeln. Ja, und dafür habe ich ihn eigentlich damals entwickelt,
also unter Handelsbedingungen. Kai-Uwe, Joachim, ich habe seit 2 Wochen Erbsenkugelfische in meinem Becken, seit 9 Monaten eingerichtet, ist, aber sie gehen nicht aktiv an Lebendfutter. Ich habe viele Schnecken vorhanden. Ja, was soll ich dazu sagen? Ich meine, ich stecke nicht in den Fischen drin. Hast du dir vorher im Laden auch mal ein bisschen angeguckt oder eventuell auch mal füttern lassen? Also auch der Händler, wenn du ihn bittest, die Tiere mal in deinem Beisein zu füttern. Also die meisten Händler machen das durchaus. Ansonsten kann ich nur sagen, also entweder sind die Tiere krank oder die Ursachen musst du natürlich irgendwo selber finden. Ja? Also da kann ich dir jetzt so konkret nicht helfen. Der Florian möchte gerne ein paar Honiggouramis in mein 80 Liter Becken halten. Habe sonst nur einen Schwamm von Neons drin und 3 Panzerwälse. Wäre das okay? Habe dazu nichts im Internet bekommen. Danke für die Hilfe. Sehe ich irgendwo keine Probleme. Ja, der Honiggourami hält sich also hauptsächlich im oberen Beckenbereich auf und die Neons eigentlich mehr so im mittleren bis unteren Bereich, die Neon und die Panzerwälse auf dem Boden. Sehe ich irgendwo keine Probleme. Sollte normalerweise kein Problem sein. Der Hans, zum Thema Züchter. Das Geschäft, wo ich kaufe, haben die Schmetterlingsbuntbarsche am Mittwoch bekommen. Am Samstag bereits waren sie zu kaufen. Am Montag war der Fisch bei mir tot. Immer die Weibchen. Ich sag mal, es ist normalerweise so, dass der Handel eigentlich keine Quarantäne mehr macht in dem Sinne. Ja, weil eigentlich der Handel davon ausgeht, dass der Großhandel ihm Tiere liefert, die quasi die Quarantäne schon hinter sich haben. Ja, und also so ist es eigentlich. Und eine eigene Quarantäne macht der Handel im Grunde nur dann, wenn also auch konkret irgendwas auffällig ist. Ja, also dass die Tiere behandelt werden müssen oder was auch immer. Ne? Und von daher kann ich dir einfach nur raten, auch wenn der Händler seine Tiere zum Verkauf freigegeben hat, ja, und das ist halt die Regel, solange du an den Fischen nicht siehst, dass die sowieso krank sind oder was, oder keine Farben zeigen oder sich merkwürdig verhalten, irgendwo in den Ecken rumstehen oder was auch immer, ja, dann solltest du einfach hingehen und gehst einfach mehrere Tage hintereinander oder in ein paar Tagen Abstand einfach hin, guckst dir die Tiere an, ja. Und dann siehst du ja, wie die Tiere sich verhalten und auch auf lange Sicht verhalten. Wenn du siehst, die sind die ganze Zeit in der Ecke oder die werden auf wunderbare Weise, merkwürdigerweise immer weniger, ohne dass du den Eindruck hast, dass der Händler da viele von verkauft, dann stimmt irgendwas mit den Tieren nicht. Ja, oder ein seriöser Händler sagt dir auch, ob irgendwas mit den Tieren nicht in Ordnung ist. Ne? Also letztendlich ein seriöser Händler ist daran interessiert, dass du als Kunde zufrieden bist und dass du quasi darüber Werbung für ihn machst. Ja, so ist es halt. Ne? Wenn dich einer fragt, wo kann ich gut Fische kaufen, dann sagst du, geh bitte nicht dahin, sondern geh eher dahin. Ja, und die Mund-zu-Mund-Propaganda ist nicht zu unterschätzen. Also guck dir das Geschäft an, wenn du den Eindruck hast, den anderen Fischen geht's gut, der hält seine Fische gut. Und auch die Tiere sehen gesund aus, die verhalten sich normal, zeigen Farbe, zeigen territoriales Verhalten und fangen auch unter Umständen sogar an, schon Pärchen zu bilden. Dann kannst du die Tiere kaufen, ja. Ansonsten, wie gesagt, eigenes Risiko. Aber wie gesagt, das Problem ist halt bei Züchtern nicht anders. Ja, also ich kenne eben viele Züchter, die eben nicht seriös sind. Ne? Die also nur auf die schnelle Mark gucken und ansonsten sich für die Fische also kaum interessieren. Ja? Das gibt es leider sehr häufig. Ne? Beim Züchter erspart sich der Fisch das mehrfache Umsetzen. Züchter, Zwischenhändler, Einzelhandler, Endkunde und das alles in kürzester Zeit. Darum würde ich eher gleich zum Züchter gehen.
Ja, okay. Ich meine, wenn du meinst, das ist der richtige Weg. Also ich sag mal, Fische unterliegen natürlich durch die ständige Veränderung, unterliegen die einem gewissen Stress. Aber ein gesunder Fisch wächst mit seinem Stress. Ja, also Stress ist auch dafür verantwortlich, dass die Immunabwehr gestärkt wird. Ja, es ist einfach nicht nur Stress immer negativ. Ein gewisses Maß an Stress ist für die Tiere eigentlich sogar lebenswichtig. Ja, und gerade mal, ich sag mal, gerade wild gefangene Fische, also mehr Stress als Wildfänge haben auch gezüchtete Tiere nicht, weil die haben in der Natur, haben die immer Lebensangst. Ja, die werden ständig von irgendwelchen Prädatoren begleitet. Und das ist ein permanenter Stress. Ne? Deswegen, also so einfach sehe ich das einfach nicht. Ne? Und wie gesagt, letztendlich kommt es darauf an, ob der Züchter seriös ist. Ja, und wenn du den Tieren nicht ansehen kannst, dass sie wirklich top in Gesundheit, also top gesund sind, dann würde ich es auch beim Züchter nicht kaufen, ohne sie mehrfach gesehen zu haben. Ja, gerade Schmetterlingsbuntbarsche sind da nicht ganz ohne. Also da würde ich auf jeden Fall entweder mir einen Züchter suchen, den ich gut kenne, von dem ich schon öfter Tiere gekauft habe und da also problemlos Tiere gekauft habe, oder halt einen Händler meines Vertrauens. Der Steffen, kann man einheimische Fische im Aquarium halten? Jein. Ja, also eins ist natürlich verboten, du darfst die Fische nicht in der Natur fangen. Ja, das ist ein Verbot. Die andere Sache ist, wenn du einheimische Fische im Laden kaufen kannst oder von einem Züchter kaufen kannst, dann kannst du sie auch im Aquarium halten. Vorausgesetzt, du kaufst jetzt natürlich nicht irgendwelche Hechte oder irgendwelche Waller oder irgendwas, ne? Und du bist in der Lage, auch die Voraussetzungen zu schaffen. Ja? Du musst bei den meisten einheimischen Fischen ja auch dran denken, es sind Kaltwasserfische. Die musst du im Winter also richtig, richtig in der Temperatur runterfahren. Eigentlich kannst du die nur im Keller halten. Also in der Wohnung, da mit 20 Grad Wassertemperatur, das geht auch mit einheimischen Fischen nicht. Aber ansonsten, wie gesagt, wenn man die Verhältnisse schaffen kann, die Aquariengröße zur Verfügung stellen kann, dann spricht meines Erachtens grundsätzlich nichts dagegen. Daniel, Joachim, muss ich irgendwelche Sicherheitsvorkehrungen wegen einer CO2-Gasflasche beachten? Nein, musst du eigentlich nicht. Ja, du solltest sie natürlich, also auf keinen Fall, falsch rum hinstellen. Ja, deswegen haben die meisten Flaschen unten den Fuß. Ja, also eine CO2-Flasche für die Aquaristik muss immer aufrecht stehen. Und ansonsten, ja, also auch nicht liegen. Ja, die dürfen auch nicht liegend untergebracht werden, sondern die müssen aufrecht stehen. Und ansonsten brauchst du dir keinen großen Kopf zu machen. Selbst eine 2-Kilo-Flasche. Wenn eine 2-Kilo-Flasche spontan sich bei dir entleeren würde, das Gas, was da rauskommt, also 2 Kilo CO2, sind nicht mehr als ein halber Kubikmeter. Ja, ein halber Kubikmeter, das ist gar nicht viel. Und das sind 2 Kilo. Ein halber Kubikmeter, wenn der sich in deinem Zimmer verteilt, ist das noch nicht mal gesundheitsgefährlich. Denke ich zumindest. Ja. Also da sollte nichts passieren können. Also 2 Kilo, selbst 2 Kilo Flaschen sind, solange sie richtig gelagert werden, also wie gesagt, aufrecht, solange passiert da nichts. Der Hans Joachim, danke dir für die Beantwortung meiner vielen Fragen. Werde ich wohl jetzt mal Kanalmitglied werden, aber Premium. Aha, super. Yeah, Dankeschön. Freut mich. Gerd, wie stehst du zur Haltung von Hypanzistrus-Arten bei Temperaturen von 28 Grad und mehr? Ist das wirklich nötig? Also, du musst einfach gucken, wo kommen deine Tiere her? Ja? Kommen die wirklich aus Gebieten, die das ganze Jahr über so hohe Temperaturen haben? Was die Temperaturangaben angeht, da bin ich eher sehr skeptisch. Man muss nicht von den Höchsttemperaturen ausgehen, die die Tiere in der Natur haben, sondern von den Normaltemperaturen. Also Höchsttemperaturen bedeutet im Prinzip nichts anderes. Das ist ein Wert,
den die Tiere überleben können. Ja, das heißt aber nicht, dass sie sich bei diesen Temperaturen einfach wohlfühlen. Das ist einfach ein Bereich, den können die Tiere überleben. Aber ich würde da eher Richtung unteren Toleranzbereich gehen als eher an den oberen Toleranzbereich. Ideal natürlich der mittlere angegebene Bereich. Aber du kannst eher an den unteren Bereich gehen als an den oberen. Also das halte ist das, was ich dir dazu sagen würde. Das kann man eben nicht pauschal beantworten, weil alle Fische kommen halt aus unterschiedlichen Gebieten. Ja, die einen kommen aus Hochlandbächen und Flüssen, die haben viel kühlere Temperaturen. Und dazu kommt eben auch die Zeit des Hochwassers, ja, also im Amazonasgebiet zum Beispiel, wo also die meisten unserer Tiere herkommen. Während der Regenzeit haben die also moderate Temperaturen. Ja, da ist eben eine gigantische Wassermenge, die da vom Himmel fällt. Und die Uferregionen werden kilometerweit überschwemmt. Und da leben die Fische quasi im Schatten. Also da ist die Temperatur einfach nicht so hoch. Und das ist im Prinzip die Vermehrungszeit. Das ist die Zeit, wo die Fische sich am wohlsten fühlen. Das ist die Zeit mit den Temperaturen, die für die Fische optimal sind. Und das sind eigentlich die untersten Temperaturen, die angegeben werden. Ja, und die oberen Temperaturen, das sind eigentlich die Temperaturen, wo die Fische kurz vorm Exitus sind. Ja, wo in den austrocknenden Bereichen der Flüsse, da ballen sich dann die Fische zusammen und werden da aufgefressen und was auch immer. Das ist für mich kein Maß. Das ist für mich eben nicht die Temperatur, die die Fische brauchen. Ja, der Uwe hat es wahrgemacht. Du wolltest Premium, du hast Basic genommen. Aber egal, trotzdem freut es mich. Ein neues Kanalmitglied, das ist schön. Der Kai-Uwe, Frage, zuerst Fische oder Garnelen in ein neu eingefahrenes Aquarium setzen? Habe ich hierzu sehr unterschiedliche Meinungen gehört und würde gerne mal deine Meinung wissen. Ja, im Prinzip ist es so, kommt letztendlich darauf an, wie lange du wartest, ja, wie lange du dein Aquarium einfahren lässt. Wenn du aber von möglichst schnellem Besatz ausgehst, dann kann ich nur sagen, dann natürlich zuerst die Garnelen, weil die Garnelen als niedere Tiere besitzen kein Hämoglobin. Das bedeutet, die Garnelen reagieren also nur recht unwesentlich auf auf Nitritspitzen. Ja, die also können also durchaus auch die Nitritphase durchaus positiv überleben, ja, ohne da nennenswerte Probleme mit zu haben. Bei Fischen ist das halt gefährlich, ja, da würde ich es nicht tun. Aber bei den Garnelen eigentlich kein Problem. Ja, Garnelen und Schnecken und Muscheln, das sind so die Tiere, die du als erstes einsetzen kannst. Ja, und Fische, bei Fischen würde ich immer so viel Zeit nehmen oder dir so viel Zeit lassen, wie du, ich sag mal, gefühlstechnisch einfach überstehen kannst. Ja. X-Rated. Joachim, hattest du schon mal Cladophora, Grünalgen oder Erfahrung damit? Hilft Alt-Exit? Also ich habe mir bei meinem letzten Aquarium zu Hause, habe ich mir durch private Pflanzen, habe ich mir Cladophoras eingefangen und ich habe sie einfach weggefüttert. Ja. Also ich halte von Algenmitteln nichts, habe ich vorhin schon mal gesagt. Lass die Finger so von Algenmitteln, weil Algenmittel greifen langfristig in dein Aquarium ein und schädigen dein Aquarium und auch deine Pflanzen. Deswegen kann ich nur sagen, lass die Finger davon. Mit Algenmitteln kannst du lediglich Symptome behandeln, aber keine Ursachen. Und deswegen lass die Finger von dem Zeug. Ja, also ich habe sie weggefüttert. Ne? Stufenweise immer ein bisschen mehr gefüttert, bis die Cladophoras das nicht mehr ausgehalten haben und sind dann verschwunden. Ja, das geht. Ja, also man kann auch Algen wegfüttern. Patrick, vielen Dank für den tollen Abend. War echt schön heute, sehr informativ. Grüße, Patrick. Ja, Patrick, da sagst du was. Das ist eigentlich schon ein ganz nettes Schlusswort. Wobei, wir haben jetzt kurz nach 10 und ich sag mal so, 2, 3 Fragen beantworte ich noch. Dann machen wir für heute dicht. Der Hand, Sicherheitsvorrichtung für CO2, ganz wichtig, das Rückschlagventil einbauen, sonst kann Wasser in die Flasche rücklaufen und dort zu Rost führen. Ja, das halte ich jetzt eigentlich nicht für eine Sicherheitsvorkehrung, ist natürlich eine Sicherheitsvorkehrung,
Aber ich halte die für eine Selbstverständlichkeit, deswegen bin ich da gerade nicht drauf eingegangen. Auf jeden Fall natürlich ein Sicherheits-, also ein Rückschlagventil muss auf jeden Fall mit rein. Ja, weil dann kannst du, wenn du das nicht tust und Wasser läuft zurück in deine Armatur, dann kannst du auch deine Armatur wegwerfen. Die ist danach hin. Ja, und die Flasche wahrscheinlich auch, wenn es eine Stahlflasche ist. So. Der Gute, Joachim, du erklärst alle Themen sehr gut. Dankeschön. Ja, danke, Uwe. Freut mich. Achso, der Hans. Hans möchte Premium. Entschuldige, da habe ich. Das habe ich jetzt verwechselt. Bin ein bisschen blöd. Der Gmarci. Hallo Joachim, was hältst du von Bierraum? Oder soll ich bei Serra-Sepurax bleiben? Also, ich habe ja schon in vielen, vielen Beiträgen gesagt, dass ich Biohom für das aktuell beste Filtermaterial oder biologische Filtermaterial, das zu bekommen ist, halte. Ja, also das ist kein Vergleich zu Siporax. Ja, also Siporax ist im Vergleich zu Biohom ein schlechter Scherz. Ja, also da wird also unendlich viel Platz einfach nur vergeudet durch die hohlen Körperchen. Ja, das ist also Biohome ist, sag ich mal, jetzt auch auf die Besiedlungsfläche umgerechnet, ist das Biohome auch das bedeutend günstigere Filtermaterial. Ja, findest auch unten in meiner Videobeschreibung, findest du auch einen Link zum Biohome. Wenn du darüber kaufst, dann bekomme ich da auch eine kleine Provision. So. X-Rated, meinst du mit Füttern Aquariumfutter? Ja, genau. Ja. Also peu à peu die Futtermenge etwas steigern, immer ein bisschen steigern. Und wenn du dich dann so langsam an so ein Grenzgebiet rantastest, dann merkst du auch schon, dass die Cladophoras nicht mehr großartig weiter wachsen und dann peu à peu verschwinden. Ja? Also da ruhig ein bisschen riskant, aber nicht von heute auf morgen. Ja? Nicht heute nur so eine Messerspitze voll Futter rein und morgen eine halbe Hand voll. Das geht natürlich schief. Ja, das kannst du nicht machen. Also ganz langsam immer ein bisschen mehr füttern. So, letzte Frage. David. Frage: Wie handelt man einen Futterautomat, der nur einen Schieber hat mit der Futtermenge? Erfahrungsgemäß, bei zu kleiner Öffnung kommt nichts und bei weiterer Öffnung kommt zu viel heraus. Also ein bisschen das Problem habe ich auch mit dem Teil. Also die kleinste Einstellung da, wenn der nicht ganz gerade steht, dann kommt da nichts raus. Und bei der nächsten Stufe ist schon ein bisschen grenzwertig, gerade bei dem vergleichsweise schwachen Besatz, der da drin ist. Aber das Aquarium verpackt ganz locker diesen etwas erhöhten Futter, das etwas erhöhte Futteraufkommen. Und deswegen akzeptiere ich auch, dass da ein bisschen zu viel Futter reinkommt. Ansonsten ist das natürlich irgendwo so eine Sache, das muss man für sich selbst entscheiden oder halt einen anderen Futterautomaten nehmen. So, also wie schon gesagt, vielen Dank für den tollen Stream. Ihr habt ganz wunderbar mitgearbeitet und ich bedanke mich auch für meine neuen Kanalmitglieder und auch für den Superchat. Und kann es immer nur wiederholen, ich habe hier eine ganz tolle Community und natürlich, mein Sohn macht das auch ganz hervorragend, jetzt auch von zu Hause aus. Kann ich mich also nur bei euch bedanken und ja, und wünsche euch dann noch einen schönen Abend, ein schönes Wochenende. Und bleibt gesund. Und ich weiß nicht, ob wir uns dieses Jahr noch sehen, ob ich Mittwoch noch einen Stream dazwischen schiebe, weiß ich nicht. Ich glaube, ich sag mal eher nicht. Aber ansonsten sehen wir uns halt nächstes Jahr wieder. Wünsche ich also euch also auch noch einen guten Rutsch. Ja, und ich sag mal, tschüss. Wo ist denn der komische Knopf?